Es war für mich eine Herausforderung. Ich wollte wissen, schaffe ich das mit 50 Jahren noch, 900 Kilometer zu Fuß zu gehen? Und ich war aber auch neugierig auf diesen Mythos Jakobsweg. Also das Problem ist, glaube ich, oder das ist mein Problem, so würde ich es nur formulieren. Dadurch, dass ich ja die Menschen sehr nah an mich ranlasse, gibt es auch kaum noch Grenzen. Das heißt, privat und beruflich, ja, das ist vollkommen verschwommen. Wenn dann so eine Diagnose ins Leben kommt, dann, ja, da habe ich mich dann schon gefragt, okay, und wo ist Gott jetzt? Also das war schon der Moment, wo ich dann verstanden habe, okay, der Glaube allein, der kann mich nicht halten und mich nicht glücklich machen. Und ich dachte mal, aber ich will eigentlich auch mal ein schönes Leben haben. Irgendwie möchte, dass es mir gut geht. Und habe mich irgendwie nach was Schönem gesehnt, ja. Und dachte vielleicht, naja, gibt es ja Magie, die mir irgendwie helfen könnte. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Dankeschön. Was ist der Sinn des Lebens? Dankeschön. Diese Frage stellen wir uns wohl alle manchmal. Ist es ein zufriedenes Leben? Ist es eine glückliche Familie? Ist es ein toller Job? Und was, wenn der Lebenssinn unterwegs verloren geht? Sinn des Lebens verzweifelt gesucht. Das ist unser Thema heute im Nachtcafé. Und ich bin sehr gespannt auf diese Gäste. Blasen an den Füßen, ein viel zu schwerer Rucksack und von Mystik keine Spur. Von ihrer Pilgerreise auf dem Jakobsweg hatten Sie, Gabi Röhrl, zunächst ganz andere Vorstellungen. Wie der Weg ihr Leben trotzdem verändert hat und wie es heute aussieht, das verrät uns Gabi Röhrl. Herzlich willkommen. Sie, Alina, wurden durch eine niederschmetternde ärztliche Diagnose mit der Frage nach dem Sinn des Lebens auf brutale Weise konfrontiert. Antworten fanden Sie auf einer Indienreise. Wie Sie gelernt haben, mit diesem Damoklesschwert umzugehen, das weiterhin über Ihnen schwebt, das erfahren wir heute von Alina. Wir freuen uns, dass Sie da sind. Sie, Christian Berge, sind unter die Wölfe gegangen. Sie leben unter einem Dach mit einem ganzen Rudel und widmen ihr Leben ganz dem Schutz dieser Tiere, die erst seit wenigen Jahren wieder durch unsere Wälder streifen. Doch sie führten auch einmal ein ganz anderes Leben mit einem stressigen Job als Anwalt, mit Familie und Eigenheim. Wie es kam, dass ihnen die Wölfe heute manchmal wichtiger sind als Menschen, das erzählt uns Christian Berge. Hallo. Kann kosmische Energie die Antwort auf die Sinnfrage geben? Für Sie, Melanie Klingenberg, lautete die Antwort eindeutig ja. Viele Jahre haben Sie sich in der esoterischen Szene bewegt, bis Sie schließlich in einer Sackgasse gelandet waren. Wie Sie es aus dieser Krise wieder herausgefunden haben und wie heute Ihre Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens ausfällt, das erfahren wir von Melanie Klingenberg. Guten Abend im Nachtcafé. Ganz praktisch und im Hier und Jetzt wollen Sie, Ralf Blümlein, Ihrem Leben einen Sinn geben. Und nicht nur Ihrem, denn Sie engagieren sich für Menschen in Armut, für Ausgegrenzte und Wohnungslose. Welche Opfer Sie persönlich dafür bringen und warum ein Schicksalsschlag Sie zu dem hat werden lassen, der Sie heute sind, davon berichtet Ralf Blümlein. Herzlich willkommen. Es gibt sehr viele Fragen nach dem Sinn des Lebens, das weiß der Lebenskunstphilosoph Wilhelm Schmid. Warum die Sinnfrage eine moderne Erfindung ist, welche Antworten im Umlauf sind und wie für Sie die einzige Antwort lautet, das verrät uns Wilhelm Schmid. Herzlich willkommen an Sie, herzlich willkommen an die gesamte Runde. Herr Schmid, wir reden heute über die Suche nach dem Sinn. Jetzt nehmen wir mal an, sie war erfolgreich. Und wir haben für uns den Sinn gefunden. Was kann uns das geben? Dann empfinden wir keinen Neid mehr gegenüber irgendjemandem. Denn wir haben das, was das Wertvollste ist im Leben. Wir sind erfüllt. Wovon? Dass wir wissen, wofür wir da sind. Und dass wir voller Kraft sind. Sinn gibt Energie für alles. Kraft und Energie höre ich raus. Sie, Frau Röhrl, sind pünktlich zu Ihrem 50. Geburtstag auf den Jakobsweg gepilgert. Mhm. Ganz alleine,
900 Kilometer durch Spanien. Holen Sie uns mal rein in Ihre Lebenssituation, bevor Sie losgezogen sind. Wie sah Ihr Leben aus? Ja, also ich war ja Gastwirtin, an einem sehr beliebten Ausflugsort bei uns in Bayern, in Weltenburg. Und wer den Ort kennt, der weiß, dass jeden Tag hunderte, tausende von Menschen um mich herum sind. Und ich war halt jeden Tag mittendrin. Und das über Monate lang, oft 7 Tage die Woche, von früh bis spät. Und dann abends oft auch die eine oder andere Veranstaltung oder gesellschaftliche Verpflichtung. Es war für mich Leben mit der Arbeit, auch wenn es Spaß gemacht hat, aber Zeit für mich alleine war kaum. Das wollte ich gerade fragen. Ich höre Arbeit, ich höre Verpflichtung, ich höre auch ein volles Leben mit vielen Menschen. Ja. Was haben Sie vermisst? Ich habe auf alle Fälle das Alleinsein vermisst. Ja. Wirklich mal wieder, ich habe gar nicht gewusst, ob ich noch allein sein kann, weil ich ja immer Menschen um mich herum hatte. Und deswegen war es mir wichtig, dass ich irgendwo eine Möglichkeit finde, mal kurz auszubrechen, um das auch ausloten zu können, ob ich wieder allein sein kann. Also war das eigentlich der Grund, der Sie auf diesen Weg geführt hat? So der Wunsch nach Alleinsein, vielleicht Einsamkeit, Freiheit, was auch immer? Also es war in erster Linie, ich wollte mal eine Auszeit haben. Einfach mal raus aus dem Ganzen. Und ich war natürlich auch, es war für mich eine Herausforderung. Ich wollte wissen, schaffe ich das mit 50 Jahren noch, 900 Kilometer zu Fuß zu gehen? Und ich war aber auch neugierig auf diesen Mythos Jakobsweg. Und wenn Sie diese 50 erwägen, ist das auch eine Zäsur für Sie gewesen? Oder? Ich habe mir gedacht, es wird Zeit. Ich weiß ja nicht, was kommt. Wir werden ja nicht jünger. Und es kann ja sein, dass wir durchaus alt werden. Aber wenn irgendwelche körperlichen Einschränkungen kommen, dann kann man den halt unter Umständen nicht mehr gehen. Und dem wollte ich zuvorkommen. Also es war auf jeden Fall so die Vorstellung einer Herausforderung. Absolut, ja. Also ich war definitiv war nicht der Grund, den Sinn des Lebens zu suchen. Ja. Und ich wollte wirklich einfach meine Auszeit nehmen. Und deswegen habe ich ja dann zu meinem Mann im Vorfeld gesagt, ich habe ja 7 Jahre gebraucht, bis ich mich wirklich von der ersten Gedanken weg, bis ich mich dann auf den Weg gemacht habe. Und ich habe dann, man denkt, der 50. das wäre es jetzt. Und deswegen habe ich dann zu meinem Mann gesagt, kauf mir nichts, ich brauche nichts, schenk mir die Zeit. Ich würde gern den Jakobsweg gehen. Und was hat er gesagt? Der hat es von Anfang an voll unterstützt. Er kennt den Jakobsweg in- und auswendig, allerdings nicht zu Fuß, sondern mit dem Auto. Aber dann danken wir doch schon mal, Ihrem Mann für das Geschenk, ja, oder? Ja, ja. Dass er ihm das gemacht hat. Also, nun ist es ja was anderes, wenn man da mit dem Auto lang fährt. Oder ob man da wirklich entlang geht, pilgert. Wie aufgeregt waren Sie am Abend, bevor es losging? Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Ich meine, als ich dort 2011 zum ersten Mal gestartet bin, da habe ich ja im Internet nichts entdeckt. Also es gab kaum irgendwo Informationen, Bilder oder was mich wirklich erwartet. Es gab das ein oder andere Buch, aber nicht bildlich konnte ich mir gar nichts vorstellen. Und dann als Frau alleine quer durch den Norden Spaniens, ich wusste nicht, was auf mich zukommt. Und das war wirklich eine Nacht vorher, ich würde es jetzt nicht wörtlich sagen, ich bin wirklich am Bett, am Boden teilweise gesessen. Ich hatte richtig Angst davor. Ja. Sie können ja alles wörtlich sagen. Alles kann ich nicht sagen. Ja. Und ich muss aber das vorwegnehmen, in dem Moment, wo man startet, am Weg, ist es auf alle Fälle weg. Ja. Aber ich hatte wirklich heftiges Lampenfieber. Haben Sie denn dann gleich so, ich stelle mir vor, Sie haben da so lange dran gedacht und jetzt gehen Sie los. Haben Sie dann gleich am ersten Tag oder an den ersten Tagen das gefunden, was Sie gesucht haben? Nein, überhaupt nicht. Also das war, bei mir hat sich der Weg, es waren wirklich einige Phasen, die ich da durchschritten habe. Ich habe natürlich durch die Bücher eine gewisse Vorstellung gehabt, was, glaube ich, im Vorfeld schon mal ganz schlecht ist, wenn man gewisse Vorstellungen hat oder Erwartungen hat. Und ich bin aber trotzdem sehr euphorisch gestartet. Ja? Aber das war nach ein paar Tagen, ich weiß das noch, das war nach Puerto de la Arena in ein sehr tiefes Loch gefallen, weil ich es mir nicht vorgestellt habe, dass die körperlichen Strapazen doch so extrem waren. Ich bin da natürlich auch viele Anfängerfehler gemacht, ich war viel zu schnell unterwegs und so weiter. Ich habe eigentlich am Weg funktioniert, fast wie zu Hause. Wie viele Kilometer hast du heute, was nimmst du dir vor? Und ich habe einfach funktioniert und es war im Nachhinein auch ein Fehler. Aber da bin ich erstmal in wirklich ein ganz tiefes Loch gefallen. Was heißt das, in ein Loch gefallen? Es war für mich physisch wie auch psychisch oder mental
wirklich, ich war absolut an der Grenze. Ich habe es mir so anstrengend nicht vorgestellt, vor allen Dingen, weil die Hitze so stark war. Es war extrem heiß. Und da kam dann natürlich der innere Schweinehund sehr oft, der dann mal da saß und gesagt hat: Warum machst du denn das überhaupt? Fahr in den Süden Spanien, leg dich in die Sonne, nach 5 Wochen kommst du braungebrannt zurück und sie sagen: Schönes Wetter war mir kurz weg. So ungefähr, ja. Aber das waren nur Sekundengedanken, ja. Aber die kommen natürlich. Aber das wollte ich ja nicht. Ich hatte mein ganz klares Ziel und dann macht man das auch. Und ich habe es auch gemacht. Erstmal danke, dass Sie uns so mitnehmen in Ihre Gedankenwelt. Ja. Das ist toll. Jetzt stelle ich mir vor, vielleicht wird man dann ja auch unruhig, wenn man bestimmte Erwartungen hat, wie Sie sagen, dann erfüllen die sich nicht. Was hat denn dann dazu geführt, dass Sie auf dem Weg doch noch was gefunden haben? Es war so, ich war einfach viel zu schnell unterwegs. Und ich habe dann nach der Meseta, die sehr fordernd ist, vor allem durch die Hochebene, immer die Ebene, man hat immer den gleichen Laufrhythmus und manchmal sind ja auch Berge sehr entlastend für Beine, Füße, alles, eine beginnende Knochenhautentzündung. Einfach deshalb, weil ich zu schnell gegangen bin. Und dann wusste ich, wenn ich jetzt mein Ziel erreichen möchte, muss ich Tempo rausnehmen. Und sonst kommst du nicht an. Und ich hatte dann in Lyon 2 Tage Zeit und habe mich da gut versorgt und bin dann wirklich fast geschlendert am Weg. Nicht mehr, also wirklich, habe deutlich Tempo rausgenommen. Und dann war das innerhalb weniger Tage ein völlig anderer Weg. Was hat sich durch die Langsamkeit und durch das Schlendern dann verändert? Die Achtsamkeit. Mhm. Ich habe plötzlich vieles gesehen, was ich vorher nicht gesehen habe. Es war nicht nur der Blick nach vorne in die Landschaft, es war der Blick zur Seite, die vielen kleinen Blümchen, es war der Blick zurück. Der Weg hat begonnen, meine Sinne zu schärfen. Wir reden hier von Sinn des Lebens, also auch die Sinne, unsere eigenen, sehen, hören, fühlen, riechen. Das war plötzlich alles da. Und zwar innerhalb weniger Tage durch diese Entschleunigung, also diese Achtsamkeit. Ja. Das war dann aber auch die Begegnungen am Weg, die etwas wirklich Besonderes sind, wenn man sich plötzlich die Zeit dafür nimmt, ja, und nicht nur daran vorbeigeht. Das habe ich zu Hause übrigens auch. Ja. Das genieße ich jetzt oft mehr als vorher, weil es mir der Weg so gelernt hat, sich dann für diese Momente auch Zeit zu nehmen. Und dann kam natürlich eines zum anderen. Die Landschaft wurde, das Galizien dann, es wurde immer schöner. Und dann ist mir wirklich etwas passiert, was ich mir nie vorstellen hätte können. Ich bin auf dem Weg nach Rabanal, vielleicht ist der eine oder andere Pilger hier, der die Strecke sogar kennt. Ich musste kilometerlang weinen, ich wusste nicht warum. Mir ging es gut, mir ging es blendend. Ich bin einfach überwältigt gewesen von dem Ganzen, einfach dankbar, dass ich es gehen darf, dass ich die Zeit bekommen habe, dass ich das erleben darf. Und dann diese Landschaft zum Niederknien schön, die mich so abgeholt hat. Und da ist einfach so viel Dankbarkeit auch dabei. Und ja, das sind Momente, die man nicht vergisst. Und ich habe mir auch damals immer gedacht, wenn es Gott gibt, war ich ihm nie näher als in diesem Moment. Sie haben auch gesagt, es war der Blick nach vorne da, aber auch der Blick zur Seite, die Achtsamkeit und auch der Blick zurück. Heißt es auch, der Blick zurück auf Ihr Leben, kamen auch Fragen auf, die Sie sich dann gestellt haben? Das ist genau das Spannende, was ich nie erwartet hätte. Für mich war das wirklich zu Beginn eine Langzeitwanderung und einfach eine Auszeit. Mhm. Und ich gehe mal davon aus, dass sehr viel auch die Entfernung mit eine Rolle gespielt hat. Ich vergleiche das immer sehr gerne damit, wenn wir jeden Tag einen Arbeitsweg fahren, jeden Tag den gleichen Weg über 10 Jahre, sage ich mal. Wir kennen den Weg in- und auswendig. Aber in dem Moment, wo Nebel, voll Nebel ist, dass ich nur 20 Meter oder was sehe, verliere ich auch sehr schnell den Überblick, wo bin ich. Und unser Alltag oder mein Alltag war schon davon geprägt, dass eben viel Nebel da war, weil einfach immer so viel um mich herum war. Und durch diesen Abstand, durch die Entfernung und dieses wochenlange Gehen, was so viel in Bewegung gebracht hat, war plötzlich dieser Nebel weg. Es war ein klarer Blick da. Und in dem Moment, wo der klare Blick da war, kamen automatisch Fragen. Ja? Welche? Ja, ist das, was ich mache, gut?
für mein Leben? Ist das sinnvoll, das eine oder andere? Wäre es nicht von Vorteil, vielleicht das eine oder andere, sich davon zu trennen? Also gab es diese konkreten Gedanken, was will ich, wenn ich zurückgehe, nicht mehr so haben? Ja, die gab es natürlich. Was waren da so, wenn Sie ein Beispiel sagen? Ja, das ist auf alle Fälle mal auch mehr Zeit zu haben für die einfachen Dinge, die uns jeden Tag geschenkt werden. Also die Zeitfresser beiseite lassen. Zeitfresser und dann aber auch das, was uns, sagen wir mal, gar nichts groß zu unternehmen. Also mir entgeht praktisch kein Sonnenaufgang mehr oder kein Sonnenuntergang oder der Blick in den Sternenhimmel abends. Man kann daraus so viel Energie ziehen, das glaubt kein Mensch. Das ist so. Herrlich, ja. Ich glaube Ihnen das. Würden Sie auch sagen, Sie haben gespürt, dass es so Teile Ihrer Persönlichkeit gibt, die Sie mehr ausleben wollen? Der Weg hat mir, sagen wir mal so, jetzt im Nachhinein Talente gezeigt, die mir bis dahin nicht bewusst waren. Ja? Also ich habe vorher zum Beispiel nie fotografiert. Ja? Und plötzlich habe ich die Natur oder Details, aber auch die Menschen, die Begegnung, die Pilgerfreunde am Weg. Es entsteht ja hier so eine Art Pilgerfamilie. Ja? Das ist das Miteinander am Weg. Ich habe das mit anderen Augen plötzlich gesehen und dadurch hat sich für mich eine neue Welt eröffnet, die ich auch gern mit fotografisch dann später entdecken wollte und auch gemacht habe. Oder auch dann mein späterer Film über den Jakobsweg, den hätte es nie gegeben, wenn ich das am Jakobsweg nicht gelernt hätte. Sie waren auf dem Jakobsweg, Sie waren in Indien. So unterschiedlich die Orte sind, geht es eigentlich immer um das Gleiche, nämlich was Neues über sich zu erfahren? Ja, auf jeden Fall. Und vor allem, weil ich schon immer irgendwie ein sehr suchender Mensch war und auch viel gereist bin. Und wenn dann aber was ins Leben kommt, womit man nicht gerechnet hat, dann wird auf einmal, wie Sie auch schon gesagt haben, der Blick auf das Leben ein ganz anderer, auf die Welt, auf die Umwelt. Also ich habe mit 25 eben erfahren, dass ich Genträgerin bin, der Huntington-Krankheit. Und ja, das ist eine seltene Erbkrankheit. Und da sterben nach und nach Gehirnzellen ab, nach dem Ausbruch quasi. Und ja, und je nachdem, wo natürlich dann Zellen absterben, hat man dann psychische Wesensveränderungen oder Verhaltensstörungen oder sowas, was viele Menschen kennen unter Huntington, ist eben diese Bewegungsunruhe. Und dann braucht man manchmal so einen anderen Ort, um auch einen neuen Blick aufs Leben und auf den weiteren Weg zu finden. Herr Schmid, nehmen Sie sich manchmal auch ganz bewusst eine Auszeit? Sie haben das Wort Auszeit benutzt, eine Auszeit? Ich habe auch mal gepilgert. Ja. Aber nur bis Altötting. Ja. Aber es hat genügt, um zu bemerken, was zu den wesentlichen Dingen gehört, die dabei zu gewinnen sind, nämlich den Blick von außen. Wir entfernen uns von unserem gewohnten Ort und jetzt können wir auf unser Leben zurückschauen. Das können wir nicht an dem Ort, an dem wir uns gewöhnlich bewegen. Da sind wir eingebettet in das, was uns vertraut ist. Aber wenn wir das verlassen, dann können wir zurückgucken. Und zu allem Möglichen, wie Sie das schön geschildert haben, in Beziehung gehen. Das wird uns noch beschäftigen. Sie haben ja auch gesagt, man steckt so in der Arbeit drin. Das kennen Sie, das kennen Sie, das kennen viele hier in der Runde. Geht bei der Arbeit, wenn man von einem Tag zum anderen sehr gefordert ist, oft der Sinn für den Sinn verloren? Wenn man viel und engagiert arbeitet, ich muss mal kurz ausholen, ich habe schon immer relativ viel gearbeitet. Mhm. Also im Klartext, ich habe 4 bis 5 Stunden geschlafen und 15 Stunden gearbeitet und ich bin eben als Rechtsanwalt, habe ich meine Fälle mit nach Hause genommen. Mhm. Und das ist das, was mich letztendlich auch aufgefressen hat irgendwann. Aber ich habe so die persönliche Einstellung, dass wenn ich was mache, mache ich zu 110%. Aber ich habe es nur 15 Jahre durchgehalten. Ich habe in der Mitte meines Lebens dann eben entschieden, dass es das nicht gewesen sein kann. Und parallel hat sich das eben entwickelt, dass ich mir Hunde angeschafft habe. Und so ging es dann, dass ich langsam, sukzessive, ich glaube, sie hat das eben gesagt, das hat auch ein paar Jahre gedauert. Also es ist bei mir auch nicht so gewesen, dass ich mich jetzt hingesetzt habe, so kann es nicht weitergehen, was mache ich? Sondern ich bin da reingewachsen sozusagen. So gibt es immer wieder neue Punkte im Leben, ne, die zu Wendepunkten werden, die aber auch ihren Vorlauf brauchen. Ganz genau, wenn Sie auf Ihre Zeit dort blicken, musste es denn dieser Weg sein,
Oder hätte es auch in Bayern eine schöne Landschaft, gibt es da auch? Ja, also, das ist oder eine braucht sehr, es sehr gute Fremde? Frage. Ja? Ja. Weil ich habe sofort nach meinem ersten Weg darüber nachgedacht. Du musstest dafür dieser Weg in Spanien sein. Du kannst ja genauso von München nach Hamburg gehen. Und ich bin ja auch, es gibt viele wunderbare Jakobswege, auch bei uns in Deutschland. Mhm. Da wird sehr fleißig daran gearbeitet, kann ich auch nur empfehlen. Aber ich glaube, dass in meiner Situation dieser Abstand ganz entscheidend war. Mhm. Dann aber auch dieses sich zurücknehmen, ja, diese Komfortzone komplett zu verlassen. Wenn ich zu Hause in der Heimat bin, in Deutschland, bin ich irgendwo wieder in der Nähe. Da war wirklich, habe ich die Komfortzone komplett verlassen. Und dieser Abstand, glaube ich, war hier, also zumindest für mich, schon damals sehr wichtig. Was Sie auf diesem Jakobsweg erlebt haben, hat Sie ja sehr beeindruckt, auch geprägt. Sie sind dann 2017 losgezogen, um einen Film über diesen Jakobsweg zu drehen. Wir sehen übrigens jetzt auch einige Impressionen aus dem Film. Was wollten Sie zeigen mit dem Film? Das Wesentliche. Das Wesentliche. Ich kenne viele Filme, ja. weil ich glaube, jeder Pilger schaut sich alle Filme gerne an. Aber es ging mir hier immer um die Geschichten der Menschen. Und das ist schön anzuschauen, aber mir ging es immer um den Weg. Das ist das, was wir Pilger alle gleich haben. Wir alle haben unterschiedliche Lebensgeschichte. Wir werden alle zusammen den unterschiedlich erleben, allein aus diesem Grund. Aber wir gehen alle diesen Weg. Und ich wollte nicht ablenken durch Geschichten, sondern den Weg als Hauptdarsteller einfach zeigen. Das war mir wichtig. Jetzt muss man sagen, Sie waren keine Filmemacherin, Sie hatten das nicht gelernt, aber Sie sind rausgezogen, Sie haben diese Bilder selbst eingefangen. Der Film kam dann 2019 in die deutschen Kinos, er hat sich zu einem Publikumsliebling entwickelt. Sie haben internationale Preise gewonnen, erstmal Gratulation dafür, das ist ja wirklich was Besonderes. Ich glaube, das, was wir uns fragen, ist, was ist davon geblieben? Sie haben schon gesagt, Sie verpassen keinen Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang mehr. Sind Sie denn noch Wirtin? Privat, für Freunde manchmal, ja. Ja, aber Sie haben sich daraus gezogen. Wir haben uns komplett daraus zurückgezogen, sonst hätte ich ja auch den Film nicht machen können. Ja. Ja, weil die Arbeit hat ja doch länger gedauert. Und hat sich was an der Beziehung verändert? An der Beziehung? Sie meinen jetzt welche Beziehung? Ja, zu Ihrem Mann? Ja, die war ja schon immer gut. Ja, die war schon immer gut. Ja, also ganz sicher, weil ich meine, ich bin 2011 das erste Mal den Weg gegangen und für den Film 17 und 18 jeweils ganz den Weg zusätzlich. Und da braucht man schon einen Partner an der Seite, der den Rücken frei hat und das Ganze unterstützt. Ja. Und was ich aber aus dem Weg so mitgenommen habe, sonst würde es auch diesen Film nicht geben, ist... egal was ich vorhabe im Leben, es reicht nicht darüber nachzudenken, etwas zu tun, sondern ich muss es auch tun. Und das hat er mir jeden Tag aufs Neue gezeigt. Wenn ich das Ziel erreichen will, muss ich losgehen. Und wenn es nur kleine Schritte sind, aber ich muss immer vorwärts gehen. Und das ist schon etwas, was ich sage, es hat im Nachhinein mein Leben in vielerlei Hinsicht geprägt, aber auch diese Einfachheit des Lebens und wie einfach es ist, glücklich zu sein. Das ist... Da gehst du mit dem Rucksack in der Natur, du hast nur das, was du anhast, du brauchst nicht mehr. Und natürlich spielen die Begegnungen, die Pilgerfreunde, dieses Miteinander, diese gegenseitige Hilfe, wenn man sie braucht, da ist immer jemand da, ja. Das ist schon eine große Hilfe und wirklich eine Bereicherung in meinem Leben. Danke, danke, dass Sie uns... Danke. Danke, dass Sie uns mit auf diese persönliche Reise genommen haben. Und alles Gute auch weiterhin. Danke. Vielen Dank, Frau Röhrl. Jetzt ist es manchmal vielleicht ein runder Geburtstag oder dass man 7 Jahre schon gemerkt hat, da wartet etwas auf mich. Aber manchmal, und Sie haben das schon angedeutet, Alina, ist es auch eine Diagnose, die ins Leben fällt und die plötzlich alles verändert. Sie waren schon mal zu Gast in unserem Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben, so vor 2 Jahren. Ihr Leben hat sich weiterentwickelt und wir freuen uns sehr, dass wir uns jetzt auch hier von Angesicht zu Angesicht mal sehen können. Wenn Sie diese Zeit anschauen, die Zeit bevor die Huntington-Krankheit in Ihr Leben, in das Leben Ihrer Familie gekommen ist, bevor Sie das wussten, und die Zeit davor, wie würden Sie sich davor beschreiben? Was waren Ihre Wünsche, Ihre Träume, Ihre Vorstellungen vom Leben?
Ja, also ich bin ein sehr glückliches Kind, sehr glückliche Kindheit, tolle Familie, abenteuerlustig. Also ich bin schon ganz, ganz früh in die Welt gereist und habe versucht, irgendwie das Leben zu genießen. Ich habe ich habe auch viel Abenteuerlust in mir drin gehabt. Und da hatte ich Gott sei Dank das riesige Glück, dass ich das ausleben durfte. Ja, und dass ich das, dass ich sehr, sehr viele Jahre meines Lebens sorgenfrei leben durfte. Und als Sie dann so langsam erwachsen geworden sind, was waren so Ihre Vorstellungen von einem guten Leben? Ich denke mal so, das war das Klassische, also auf jeden Fall eine große Karriere, eine große Familie und so, genau. Ja. Also das äußere Glück war Karriere und das innere Glück einfach die privaten Beziehungen und das, was auch dazu gehört. Hat der Glaube eine Rolle gespielt in Ihrem Leben? Damals mal so. Also ich war generell, ich hatte wie gesagt sehr viel Glück. Das heißt, ich habe nicht so viel Leid erlitten in meiner Kindheit oder auch in meiner Jugend. Das war, heißt, für mich gab es nicht wirklich Gründe, auch nach Gott zu suchen oder so oder mich nach ihm zu fragen. Mhm. Ich bin trotzdem katholisch aufgewachsen. Aber wenn dann so eine Diagnose ins Leben kommt, dann ja, da habe ich mich dann schon gefragt, okay, und wo ist Gott jetzt? Also das war schon der Moment, wo ich dann verstanden habe, okay, der Glaube allein, der kann mich nicht halten und mich nicht glücklich machen und vor allem nicht die Dinge im Außen. Dadurch, dass ja, bei der Huntington-Krankheit vor allem psychische Probleme auch ein Thema sind, auch in den Familien, und somit hatte ich auch riesige Schwierigkeiten, da zurechtzukommen und eben diese Dinge, die ich im Außen gesucht habe, ja, die haben mich nicht wirklich erfüllt, ne, sondern ich musste die Reise nach innen antreten. Damit wir das verstehen, was das bedeutet. Sie waren 24, als Sie erfahren haben, Ihr Vater ist erkrankt. Sie kamen gerade von einem Auslandsaufenthalt aus Australien, waren noch so auf der Suche, wo soll es hingehen, auch in Ihrem Leben. Wie war das, als Sie erfahren haben, dass Ihr Vater krank ist? Das war das Schlimmste für mich. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben gehabt. Und das hat die ganze Familie erschüttert. Ja. Wie eng ist Ihre Beziehung? Sehr eng. Ja, genau. Also eher Papakind? Ja. Ja. was ist dann passiert? Also wie hat Ihr Vater das aufgenommen zum Beispiel? Auch schwierig. Also das ist eben genau das Problem bei der Huntington-Krankheit. Die ersten Symptome sind eben nicht so sichtbar und deswegen leiden viele Menschen schon früh. Und die sozialpsychiatrische Versorgung ist so schlecht, dass eben Ärzte nicht erkennen, ob das schon Huntington-Symptome sind. Und bei meinem Papa war das dann eben auch schwierig für ihn, weil man nicht wusste, hat das schon oder nicht, während er noch gearbeitet hat. Und irgendwann hat sich dann rausgestellt, okay, er musste halt seinen Job aufgeben. Und damit ging es ihm natürlich super schlecht, weil er sich einfach verantwortlich gefühlt hat für die Familie, für uns, dass wir weiterhin sorgenfrei leben. Und er hat sich sehr verantwortlich dafür gefühlt, wie es uns dann geht. Was heißt das denn, damit wir das auch wirklich verstehen? Angenommen, Sie wissen, Sie sind Träger dieser Krankheit und sie ist ausgebrochen. Was heißt das zum Beispiel für die Lebenserwartung? Das ist sehr unterschiedlich. Mein Papa, der ist mit Mitte 50 erkrankt, wobei wir uns nicht sicher sind, wann es eben richtig symptomatisch ausgebrochen ist. Meine Tante, also seine Schwester, ist daran auch erkrankt, und zwar schon so mit Mitte 30. Genau, ich werde jetzt 33, also genau, man macht sich schon sehr viele Gedanken, wie lange man noch so leben kann, wie man es eben tut. Haben Sie das waren auch so die Gedanken, was bedeutet das jetzt für mich? Was bedeutet das für meine Zukunft, oder? Auf jeden Fall, deswegen wollte ich mich auch unbedingt testen lassen. Also das ist auch eben sehr individuell, nicht jeder möchte das, und das ist eben auch ja, richtig so. Und ich konnte eben nicht weiter ohne die Gewissheit leben. Ich wollte wirklich mein Leben verändern, ich wollte eben meinen Job kündigen, ich wollte noch mehr die Dinge wertschätzen, die ich tue im Leben. Und ich habe da schon so eine Reise angetreten und auch eine Suche. Und vor allem, weil eben die psychiatrischen Beratungen und so, das ist so wenig in Deutschland, dass ich einfach viele Jahre allein war am Anfang. Und dann bin ich Gott sei Dank an die Deutsche Huntington-Hilfe gekommen, wo ich dann quasi mehr Support bekommen habe, gesehen habe, es gibt auch andere Menschen, die so leben wie ich, und ich bin nicht allein. Und das war so der erste Lichtblick in der Reise. Und wenn wir noch mal an den Punkt gehen, Sie haben gerade ganz selbstverständlich gesagt, ich wusste, ich will mich testen lassen.
Sie haben das dann ja auch entschieden, vor, glaube ich, 7 Jahren, dass Sie diesen Test machen. Haben Sie sich darauf vorbereitet? Weil das ist ja schon eine sehr weitreichende Perspektive, die man durch den Test erfährt, oder? Also haben Sie sich auf das Ergebnis, egal wie es ausgeht, vorbereitet? So gut man es eben kann. Ne? Ja. Also man, auch damit ist man sehr alleine. Und ich hatte Gott sei Dank eben schon ein paar Kontakte zu anderen Menschen aus Huntington-Familien und konnte so ein bisschen mich austauschen, ne? Und dann einfach für mich überlegen, okay, Plan A, Plan B, was ist, wenn ja, was ist, wenn nein? Und das Gott sei Dank dann auch durch eine psychiatrische Betreuung vor dem ganzen Verfahren. Also darüber bin ich auch sehr dankbar, weil es hat mir wirklich geholfen, eine Außenansicht zu bekommen und mich auch zu stärken, dass ich das schaffen kann. Wie wurde Ihnen das Ergebnis dann mitgeteilt? Das war eine ganz normale Humangenetik, genau. Aber der Moment, als Sie es dann erfahren haben? Ja, das war dann ein Brief, der dann quasi geöffnet vor uns lag, vor der Ärztin und vor mir. Und dann war es eigentlich wie ein Pflaster abzureißen. Es war einfach, es tut mir leid, aber Sie sind, der Test hat gezeigt, dass Sie positiv sind. Und dann? Und dann habe ich, also ich selbst für mich habe mich ja dafür entschieden. Mhm. Aber unmittelbar, sobald ich meine Freunde gesehen habe, die eben schon an meinem Gesicht gesehen haben, dass ich es habe, ist natürlich jeder in Tränen ausgebrochen. Also das kann man sich nicht vorstellen. Es ist mehr die Umgebung oder auch mein Papa, die mich hat leiden lassen, als jetzt wirklich das in mir selbst. Also Waren Sie mal wütend auf das Schicksal? Ich war mehr wütend auf die Umstände. Mhm. Ich war wütend, dass niemand da war, dass es dort keine Versorgung gibt. Dass auch, als ich dann in der Huntington-Welt eingetaucht bin, dass dort die Menschen einfach alleine sind in den Familien. Und auch wenn es eine seltene Erbkrankheit ist, und trotzdem betrifft es eben die ganze Familie, weil es eben eine Erbkrankheit ist. Und das wird oft nicht so ernst genommen und da muss dringend was passieren. Das war ja auch der Grund, warum ich dann mich angefangen habe, dort ehrenamtlich zu engagieren. Wenn man eine Diagnose bekommt, egal in welchem Alter, und man erfährt, das hat einen Einfluss auf die erwartete Lebenszeit, die ich habe, ist es dann ganz fast zwangsläufig so, dass wir die Sinnfrage stellen und uns fragen, wie geht's weiter, was wird jetzt mit meiner Zeit? Erstmal bricht einfach alles zusammen. Mhm. Das ist so. Und da ist auch nichts dagegen zu machen. Da hilft erstmal auch ein noch so gutes Umfeld, psychologische Betreuung und so weiter nichts. Ich glaube, das ist besser, sich darauf vorzubereiten. Das Leben kann komplett zusammenbrechen. Mhm. Und die Zeit will dann eben doch gestanden sein. Das sind vielleicht Tage, das können aber auch Wochen sein. Und dann, so langsam aber sicher, sortiert sich das Leben wieder. Und wir können uns darauf besinnen, was gibt dem Sinnlosen, dass die Krankheit ist, würde ich sagen. Krankheit kann restlos, sinnlos sein, da müssen wir keinen Sinn darin suchen. Aber was gibt mir den Sinn, um diese Sinnlosigkeit zu bewältigen und durchzustehen? Und dann ist es natürlich wunderbar, in Beziehung eingebettet zu sein, die Sie in der Familie haben, möglicherweise in Freundschaft. Und vielleicht auch darüber hinaus, wenn Sie in Indien waren, haben Sie vielleicht noch eine Beziehung darüber hinaus gesucht. Das ist auch sinnvoll, denn aus dem darüber hinaus können wir am meisten Kraft beziehen. Kann man lange darüber streiten, ist das objektiv oder subjektiv? Das ist völlig uninteressant. Entscheidend ist, ob uns das subjektiv hilft. Sie sind nach Indien gegangen, haben eine Auszeit genommen von 3 Monaten, glaube ich, um eine Yoga-Ausbildung zu machen. Warum? Was war Ihr Antrieb? Meine körperliche Verfassung, also ähnlich auch wie hier andere in der Runde. Ich habe sehr viel gearbeitet noch vor der Diagnose und mein Körper war quasi, der hat mir Signale gesendet, dass ich einfach nicht mehr so weitermachen kann. Und und da war quasi klar, ich will eine Auszeit und ich habe Yoga schon länger gemacht. Ich hätte nicht gedacht, dass es dann eine Option wäre, als Lehrerin quasi auch aktiv zu sein. Aber ich wollte wirklich alles über den Körper wissen. Also ich wollte eigentlich die Krankheit selbst austricksen. Ich wollte mehr über unser Nervensystem erfahren. Was kann ich selbst tun? Weil ich eben keine professionelle Hilfe so schnell bekomme, habe ich versucht, einfach selbst Dinge zu erlernen, mir anzueignen. Und als ich dann letztendlich dort war, war für mich ganz klar, das ist halt
das geht jetzt so weiter, das muss so weitergehen. Und ja, und heute biete ich dann auch für Menschen aus Huntington-Familien eben Yoga-Seminare oder Atemübungen an zur Beruhigung, genau. Toll, dass Sie diesen Weg gefunden haben. Erstmal, es gehört ja auch dazu, wenn ich das richtig verstehe, auch loszulassen, auch im Hier und Jetzt zu sein. Wie gut gelingt Ihnen das? Tatsächlich sehr gut aktuell. Ja. Also davor habe ich mich schon sehr viel damit auseinandergesetzt, eben nicht in diesen Zukunftsängsten zu sein, weil die haben mich krank gemacht. Mhm. Und durch Indien dann noch mal gelernt, ja, dass ich mich nicht an Sachen festhalten kann und eben auch nicht an Glauben, ne, oder an Geschichten, die ich mir erzähle oder ja, weil man macht sich die Welt ja ein bisschen schöner immer eigentlich. Es ist ja sehr bequem und das habe ich selbst an mir festgestellt und mir geht es heute besser, indem ich einfach nicht so viel mir erträume, sondern mehr hier Tag für Tag lebe und von morgens bis abends einfach im Hier und Jetzt bin, mit meinem Hund in den Wald gehe, irgendwie meinen Teil arbeite und dann wieder schlafen gehe. Aber es ist einfach, ja, es ist einfach ein Freiheitsgefühl, ne? Innere Ruhe und innere Freiheit. Wie wichtig, ja? Wie wichtig sind Pausen? Pausen sind so das Wichtigste, was ich in Indien gelernt habe. Also umso mehr Pausen wir an einem Tag machen, umso länger halten wir tatsächlich durch und haben mehr Energie. Das ist ja so in der Gesellschaft, wo ich quasi jahrelang gelebt habe oder ein Teil davon war, war das nie ein Teil davon auf der Arbeit, ne? Sondern es gab dann irgendwie gerade so 10 Minuten Pause und heute strukturiere ich meinen Tag ganz anders und es ist eigentlich unglaublich, wie lange ich dann schaffe, bis abends, spät in die Nacht noch Energie zu haben. Ja. Wie geht's Ihrem Vater heute? Ihm geht's gut, er ist sehr mutig und ja, gibt nicht auf, würde ich sagen. Ja. Wenn Sie, wir reden ja über die Suche nach dem Sinn, würden Sie sagen, Sie haben einen für sich gefunden? Auch da wieder, also ich möchte mich nicht daran festhalten, aber aktuell bewegt es mich, mit anderen Menschen zusammenzuarbeiten aus Huntington-Familien. Ich habe einfach, ja, ich arbeite inzwischen für die Deutsche Huntington-Hilfe und bin auch ehrenamtlich aktiv und leite eben Online-Selbsthilfegruppen oder bin auch als Beraterin tätig. Und das Thema Huntington ist quasi mein kompletter Alltag und ich muss wirklich sagen, umso mehr ich mich damit beschäftige, umso weniger Angst bekomme ich. Also das ist so das, wie es mir besser geht. Also ich weiß genau, was passieren kann und damit geht es mir gut. Und ich kann was tun dagegen, präventiv. Schön, dass Sie heute hier sind. Jetzt ist es die eine Variante, nur noch mal dazu. Sie sagen, je mehr ich darüber weiß, desto besser kann ich damit leben. Können Sie auch diejenigen verstehen hier in der Runde oder auch Sie, Herr Schmid, die sagen, ich möchte das Ergebnis gar nicht wissen? Ich würde mich gar nicht testen lassen wollen. Ich gucke einfach, was das Leben bietet. Ja, natürlich. Das entscheidet nur ein Mensch. Der Betroffene. Will ich was wissen oder will ich nichts wissen? Viele Menschen stehen irgendwann vor dieser Frage. Jedes Leben ist endlich, früher oder später. Da müssen wir uns nichts vormachen. Und dann stellt sich die Frage, vor allem wenn Krankheit im Spiel ist, will ich das wissen? Und die einen wollen das wissen und möglicherweise sogar sehr genau. Ich würde ganz sicher zu denen gehören, die alles wissen wollten und die anderen eben gar nichts oder wenig. Und das ist zu respektieren. Was ist der Sinn des Lebens? Ich habe Beziehungen gehört, als Sie gerade gesprochen. Ist das für Sie ein Sinn des Lebens, der in uns steckt, der nach Erfüllung ruft? Kernkompetenz des Philosophen. Ja. Leider nehmen viele Philosophen diese Frage gar nicht ernst. Aber ich freue mich, dass das mal Thema ist. Darüber wird nicht so oft gesprochen, über Sinn des Lebens. Natürlich habe ich sehr viel darüber nachgedacht und beobachtet und bin zu dem Schluss gekommen, der Sinn des Lebens ist, in Beziehung zu sein. Aber in der ganzen Bandbreite von Beziehungen. Eine hübsche Bandbreite haben Sie auf dem Pilgerweg schon erfahren, in Beziehung zu sich selbst zu kommen, in Beziehung zur Umgebung zu kommen, also die Sinnlichkeit wieder zu aktivieren, das machen wir uns selten klar, dass wir in Beziehung zur Welt sind, nur über unsere Sinne, ausschließlich. Ohne unsere Sinne leben wir nicht. Und je intensiver die Sinnlichkeit,
desto stärker wird unser Empfinden vom Sinn des Lebens, allein schon über Sinnlichkeit. Und das ist nun wirklich einfach. Und in Beziehung sein, Sie haben auf dem Pilgerweg Beziehungen zu anderen Menschen gefunden. Und auch in Beziehung zu kommen zum Sternenhimmel. Der Himmel repräsentiert sehr viel mehr, als wir ihm zutrauen und vielleicht nur in die Religion ablegen. Nein, der Himmel ist erfüllt von Energie und nur diese Energie lässt uns leben. Rein physikalisch, rein physisch. Gehen wir doch weiter konkret, wie Sie sagen, auf Entdeckungsreise nach dem Sinn. Sie leben mit Wölfen zusammen. Sie haben von In-Beziehungssein gesprochen. Ist dieses mit Wölfen Zusammenleben, mit ihnen auch in einer nahen Beziehung zu sein, würden Sie sagen, das ist Teil des Sinns Ihres Lebens? Auf alle Fälle. Sie haben mich wieder geerdet und runtergebracht. Back to the roots, sage ich immer so schön. Und das ist heute bei den beiden Damen auch schon angeklungen. Quasi immer nur Schritt für Schritt zu denken, die Sinne einzusetzen, um das, was drumherum passiert, wahrzunehmen. Ich habe das mit der Beziehung eben so gedacht, okay, die Frau braucht einen Mann, die Frau braucht eine Frau, der Mann braucht eine Frau oder der Mann braucht einen Mann. Aber Sie haben das ja eben schön erklärt, dass das die Beziehung ja in sehr vielen Dingen ist. Bei mir sind es die Tiere und eben auch zu helfen, dass möglichst viele Wölfe wieder zurückkommen nach Deutschland. Mit wie vielen Wölfen leben Sie denn aktuell zusammen? Wie viele Tiere haben Sie um sich? Also ich habe 6 Wolfhunde und 5 Wölfe. 6, also 11 Tiere, ja. Im ganz engen Umfeld. Ja, ja. Ich lebe mit denen wie andere Leute mit ihrem Hund. Also. Verstehen viele Menschen in ihrem direkten Umfeld, dass sie das erfüllt? Ja, ich glaube schon. Dass, ich bin einfach schon zu lange dabei. Ich bin jetzt im 20. Jahr mit Wolfhunden, ja. Im 16., 17. Jahr mit einer Tochter von einer Wölfin und im 14. Jahr mit einem Wolf. Und, also wer Sie kennt, kennt Sie mit Wölfen. Ja, ganz klar. Ja. Das ist logisch. Und ich habe mittlerweile ja auch die wilden Wolfsrudel um uns rum. In Niedersachsen haben wir 50. Sie hier in Baden-Württemberg haben einen Wolfsrudel. Mhm. Und das ist natürlich, ich gehe aus meiner Haustür raus und egal, wo ich hingehe, da ist ein Wolfsrudel im Wald. Wie ist denn diese Faszination für Wölfe für Sie entstanden? Ja, natürlich einmal die Schönheit der Tiere, die Ruhe der Tiere und das Sozialverhalten innerhalb der Familie, muss man ausdrücklich sagen. Es ist nur innerhalb der Familie, weil es sind immer nur 2 erwachsene Wölfe in so einem Wolfsrudel. Aber war die Faszination denn immer schon da oder hat die sich erst ergeben? Die hat sich ergeben, entwickelt. Also ich fing eigentlich mit meinem ersten eigenen Hund an, auf einer Hundeausstellung einen Rasse-Wolfhund gesehen zu haben, wo ich völlig überrascht war. Das war 1999. Im Jahr 2000 gab es das erste Wolfsrudel und so ist das zusammengewachsen. 2004 erster eigenen Wolfhund, 2007 aus Kanada die Wolfstochter geholt. Und so ist das. Also Sie haben den ersten gesehen und Sie waren hin und weg. Ja, das war die Wildheit, die Natur, die Selbstständigkeit, die Ruhe. Einerseits auch, wie soll ich sagen, unheimlich überschwänglich zu sein. Einen anzuspringen, einen abzulecken, die Zuneigung zu zeigen, aber andererseits auch völlig auf sich autark selbstständig zu sein, ohne ständig gesagt bekommen, wie es beim Hund ist, was man machen soll. Und das fasziniert mich. Nochmals zu dem, was Sie aber auch vorher ja für ein Leben geführt haben. Denn Wölfe haben ja lange Zeit in Ihrem Leben keine so prägende Rolle gespielt. Sie waren Rechtsanwalt, Sie waren in der Kommunalpolitik aktiv, Sie hatten Familie, Sie hatten ein Eigenheim. Sie haben schon gerade kurz angedeutet, wie viel Sie gearbeitet haben. Wie sah so ein Tag für Sie aus? Ja, das fing im Referendariat schon an. Nach dem ersten Staatsexamen sind wir Beamte auf Widerruf. Und da habe ich aber nebenbei schon in einer Anwaltskanzlei gearbeitet, also im Grunde schon zweigleisig. Dann habe ich das zweite Staatsexamen gemacht, habe bei einer Versicherung angefangen, war aber schon als Anwalt zugelassen. Wie das so ist im Bekannten- und Freundeskreis, kannst du mal, ich habe einen Autounfall, ich bin gerade gekündigt worden, meine Frau will sich scheiden lassen. Dann habe ich das nebenbei, neben dem Hauptjob bei der Versicherung, auch gemacht. Und dann kam die Kommunalpolitik dazu, was auch immer 20 Wochenstunden sind. Die Kinder, das Kind 1, dann Kind 2, dann das Haus gebaut. Kind dann 1, Kind 2, das hört sich auch nicht schlecht an. Ja. Mein Sohn Niki und meine Tochter Linia. Ja. Und dann kam eben die Kommunalpolitik dazu. Und es wurde einfach so viel, dass ich dann irgendwann
ja, so auch im anwaltlichen Bereich war dann so, kristallisierte sich immer raus, du musst die Probleme anderer Leute lösen und du musst. Natürlich kann ich mir aussuchen, was für ein Mandat ich nehme oder nicht. Aber natürlich, ich war auf dem Dorf, Dorfanwalt sozusagen. Dann nimmt man natürlich alles mit, so logisch. Klar. Also bin ich auch eigentlich verpflichtet zu. Erklären Sie mir noch mal eins. Ich stelle mir das jetzt so vor. Sie haben Ihre Familie, Kind 1, Kind 2. Jetzt kommt der Hund und Sie sehen, oh, ich habe diese Faszination. Dann kommt Wolfshund 1, Wolfshund 2, keine Ahnung, Wolf als 3, Wolf 4. Wie war das denn für Ihre Frau, als dann auf einmal mehr und mehr Familien... Ja gut, wir sind eben schon sehr, sehr lange zusammen. Wir sind auch immer noch... verheiratet, 33 Jahre lang mittlerweile. Und ja, wir hatten uns ein bisschen auseinandergelebt. Weil bei mir deutete sich schon an, dass ich möglicherweise in der Mitte meines Lebens mit 44 in eine andere Richtung gehe. Und ich habe dann auch nur noch halbtags gearbeitet, weil meine Frau eben noch mal einen guten Job bekommen hat. Und so habe ich mich dann langsam rausgeschlichen. Ja, aber jetzt mal ganz offen, hat Ihre Frau das gestört, dass die Wölfe immer wichtiger wurden? Ja, also sie hat mir später mal gesagt, 3 hätte ich mitgemacht, aber 5 waren 2 zu viel. Und jetzt sind es 11. Also vielleicht dann, also Sie haben sich ja dann auch getrennt. Ich glaube, die Kinder sind mit der Frau mitgegangen. Waren Sie denn, konnten Sie weiter Vater sein? Waren Sie weiter da oder waren Sie dann eher... Ja, ich bin dann, was für meinen weiteren Werdegang sehr wichtig war, habe ich meine Jugendliebe zufällig wieder getroffen und die hatte eine Wildtier-Auffangstation. Aha. Und da habe ich dann 2 Jahre gelebt, da habe ich gelernt, einfach zu leben. Mit, das wurde vorhin ja auch schon gesagt, mit 2 Taschen sozusagen war dann mein Leben. Mhm. Und dass 5 Hunde bei uns im Bett geschlafen hat, sie hatte nämlich auch 5 Hunde. Und der Sand war egal. Und verstehe. Dadurch war nach der Trennung dann für mich dieser Schritt, alleine in einer Cabin, in einem, ich sag immer, großen Hundehütte zu leben. 50 Quadratmeter hat das Haus. Viele Menschen leben in so Wohnungen in der Größe. Also es ist nichts Schlimmes. Mhm. Für mich ist das gut so, wie es ist. Das Grundstück ist groß rum für die Tiere. Aber das, ja, das war das, wo ich mich dann schon wohlgefühlt habe. Jetzt machen Sie uns auch neugierig, denn Sie haben irgendwann als Anwalt dann ja ganz aufgehört. Ja. Kurze Frage, wovon leben Sie heute? Also ich mache Vorträge und Spenden und Ähnliches. In dem Ich habe also Leute, die mich auch unterstützen, weil das, was ich im Wolfschutz mache, heißt, ich muss viel mit dem Auto rumfahren. Wildkameras, aufhängen, Batterien, das kostet viel Geld. Und ich glaube, bei jedem hier ist schon ein bisschen das Kino im Kopf so angegangen. Wie wird das wohl aussehen, dieses Leben mit den Wölfen? Und dann laufen da 11 Tiere rum. Jetzt schauen wir uns das mal an. Sie haben einige Bilder mitgebracht. Vielleicht können Sie uns zeigen, wie das im Alltag abläuft. Das ist bei Ihnen zu Hause, viel Wald drumherum, habe ich verstanden. Es ist eigentlich ein Wochenendhausgebiet, nur die Grundstücke sind eben zwischen 1.500 und 2.500. Ja. Hier sehen wir die körperliche Kontaktaufnahme. Ja, also da sind die Tiere noch jung. Jetzt ist es so, wo sie erwachsen und älter sind, ist es so, dass sie nur noch paarweise zusammen sind. Die sind in 4 Bereiche aufgeteilt. Und da heulen sie? Ja. Hat denn jeder Wolf einen eigenen Namen? Ja, natürlich. Die sind ja auch bei mir mehr oder minder im Schlafzimmer groß geworden. Also der Nachwuchs wird im Garten geboren und mit einer Woche plus minus hole ich sie mit der Mutter zusammen ins Schlafzimmer. Und die werden natürlich mit Geräuschen und allem groß. Nichtsdestotrotz, wenn ich Besuch bekomme, sind sie vorsichtig mit den Leuten, die sie nicht kennen. Nur die sie von klein auf kennen, da funktioniert das. Aber bei allen anderen sind sie auf Distanz. Wenn ich höre, im Schlafzimmer groß geworden, da gibt es wieder die Diskussion, ist das artgerecht? Die führen wir jetzt aber heute nicht. Das ist nochmal ein ganz anderes Thema. Aber es geht ja heute um Sie. Wenn Sie das so beschreiben, und wir haben gesehen, die Wölfe waren ja auch auf dem Sofa und sind überall rumgelaufen. Was sind das denn? Ist das jetzt, sind das Gefährten? Ist das Familie? Was sind die Wölfe für Sie? Also, das ist immer schwierig zu sagen. Bist du der Alpha oder was auch immer? Ja. Nee, es ist, ich habe eine gute Beziehung zu ihnen. Das ist schon meine Familie, ja, klar. Das ist, ich lebe ja alleine mit denen und ich verlange kein Kadavergehorsam oder Ähnliches, weil dann müsste ich mir einen Hund holen. Das funktioniert mit denen nicht. Das ist ja auch das, was ich vorhin sagte, dass man wieder geerdet wird. Man lernt auch Respekt mit dem anderen, in dem Fall Tier. Und auch, weil häufig ist es so, man besucht jemanden, der hat einen Hund, dann versuchen die Leute, den Hund zu locken. Und das ist hier eben nicht der Fall, weil die gucken nicht an und sagen, dich kenne ich nicht und verdrücken sich. Kommen denn überhaupt Leute auf Besuch? Also ich stelle mir so vor,
11 Wölfe laufen da rum oder 5 Wolfshunde, ich weiß nicht. Also es wollen eigentlich immer sehr viel kommen. Das ist ja schon meine zweite Generation. Mhm. Und bei der ersten Generation, mein erster Wolf, der war extrem offen. Der wäre zu ihnen gekommen, obwohl er sie nicht kennt, hätte die Schulter links, rechts und sie abgeschleckt. Da habe ich über 1000 Leute gehabt in 7 Jahren. Mhm. Also das war auch dieser emotionale Moment, wo ich den kennengelernt habe. Den habe ich erst mit 21 Monaten übernommen. Als sie aus dem Gehege rauskam, habe ich vor Glück geweint. Das hat sie vorhin auch schon mal so ähnlich geschildert. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, 3-mal Endorphinausschüttungen gehabt. Und das war einer davon. Mhm. Und das Interessante ist, die Leute, die mich besucht haben, die haben gesagt, wir mussten erst mal ein paar Meter fahren, anhalten und weinen. Weil dieser Wolf, der eben so jeden mitgenommen hat, hat so viel ausgelöst bei diesen Menschen, dass einfach, das kann ein Hund einem nicht geben. Das ist... Ich liebe auch Hunde, also keine Frage. Aber ich habe dadurch durch meine Tiere gelernt, mit Hunden auch so umzugehen, ohne dass ich sie trainieren muss oder so. Und, aber es ist eben diese Ruhe, diese Schönheit dieser Tiere, was mich fasziniert. Und dann auch in den Wald geführt hat zu den wilden Wölfen, wo ich wiederum viele Stunden Aufnahmen habe, wo ich wirklich von wilden Familien von mir spreche, weil ich sie individualisieren kann. Wo ich sehe, sie kriegen jetzt Ende April, Anfang Mai wieder ihren Nachwuchs. Ich sehe den groß werden. Ich sitze nicht daneben, aus Respekt nicht. Ich könnte das, aber ich bin kein Naturfotograf, sondern ich hänge meine Wildkameras auf. Und dadurch, das gibt mir auch sehr viel Kraft, in der Natur zu sein, im Wald zu sein, mit den Geräuschen der gesamten Tiere. Und das ist das, auch diese Energie, die dann kommt. Viele fragen mich immer, wie du das alles aushältst und so weiter, weil ich ja eben Wolfschützer bin, ist das auch leider sehr politisch geworden. Und da muss man auch, wenn man eben für was einsteht, auch viel einstecken. Aber ich sage immer so schön, wenn ich das nicht abkönnte, müsste ich einfach aufhören. Aber das kann ich nicht. Also ich fühle mich den Tieren verpflichtet. Sie haben gesagt, also die Wölfe sind in Europa geschützt, aber es gibt auch Interessen, auch große Interessen, die diesen Schutz einschränken wollen. Das können wir ja auch nicht diskutieren. Das ist eine kontroverse Diskussion. Müssen wir die andere Seite auch da haben. Aber zwischendurch muss man schon mal sagen, ihre Liebe und ihre Leidenschaft, die vermitteln sich auf jeden Fall. Ich glaube, das kann man schon mal sagen. Haben Sie denn bestimmte Dinge von den Wölfen auch übernommen? Von ihren Verhaltensweisen, dadurch, dass sie ihnen so nah sind? Ich habe ja nun als Anwalt und Kommunalpolitiker gearbeitet. Und da ist es natürlich klar, wenn ich jemanden überzeugen möchte, dass ich ihn angucke. Und er dann vielleicht sagt, okay, ich glaube dir. Und bei den Wölfen ist es aber so, aus Respekt, da guckt man ihn kurz an und guckt dann dran vorbei. Und ich habe dann mal eine Frau kennengelernt, mit der ich essen war. Und sie sagte dann irgendwann zu mir, sag mal, kannst du mich mal angucken, wenn du mit mir sprichst? Wäre ganz gut so, manchmal. Habe ich so gar nicht gemerkt gehabt. Also da hatte ich das schon so verinnerlicht, aus Respekt dem Gegenüber. Egal, ob jetzt Mensch oder Tier. Und da sie mich ja nicht kannte und ich wusste, dass ich das andere auch kann. Aber das eben so, ja, ich habe eben so in den Tag hineingelebt, wie ich mit meinen Tieren eben umgehe. Und da war das eben so angucken, vorbeigucken. Und viele denken immer, oh, das ist aber unsicher oder so. Nee, ist es nicht. Das ist einfach Respekt gewesen. Wenn Sie sich eine Gesellschaft aussuchen können, sind Sie lieber bei den Wölfen oder lieber bei den Menschen? Das ist so, ist ein bisschen schwierig. Also ich lebe schon lieber mit den Tieren. Aber ich gehe auch gerne in Hannover in meinen Lieblings-Beach-Club oder in meine Lieblingsbar und trinke einen Cocktail, das mache ich auch. Also, aber das ist dann wirklich, können Sie in einer Hand abzählen im Jahr. Also, dass Tiere zu so einem engen Gefährten werden können, können Sie das nachvollziehen? Absolut, ja? Absolut. Mein Hund ist vor einem Jahr gestorben. Und das war schon, er hat mich 8 Jahre lang begleitet, schon schwierig. Aber ich habe für mich die Entscheidung getroffen, ich werde keinen Hund mehr bekommen, weil ich emotional viel zu viel drin hänge. Mhm. Ja. Aber ich liebe Hunde, aber trotzdem nochmal, das ist für mich keine Option mehr. Ja, ich bin praktisch in der Wurfkiste groß geworden. Mein Vater hatte Schäferhunde und ich könnte ohne Hund gar nicht sein. Also Hund ist für mich auch ein Teil des Lebens oder einer Beziehung. Also Hund gehört für mich dazu. Würden Sie sagen, Hauptsache Beziehung, so wie Sie es gerade dargestellt haben, oder gibt es auch eine Nähe zu Tieren, wo Menschen dann in den Hintergrund treten, wo Sie sagen würden, weiß nicht. Natürlich, ja.
Das Tier kann in den Vordergrund treten. Ich möchte nicht wissen, bei wie vielen Menschen der Hund wichtiger ist als der Ehepartner. Das glaube ich auch. Übrigens, also eine Freundin von mir hat zwei Wolfhunde und wir haben einen Schäferhund. Und wir sind einige Male oder sehr oft zusammen spazieren gegangen. Und das war ganz spannend, weil die mussten sich kennenlernen, also in das Rudel auf. Also wir mussten erst in das Rudel aufgenommen werden. Das passierte dadurch, dass er da ins Gesicht springt und da in die Backe geküsst hat. Ja. Aber das war dann sehr spannend, ein unglaublich soziales Verhalten, das die Tiere auch haben, war spannendes Erlebnis. Sie hatten dieses Familienleben, Sie hatten dieses Eigenheim, Sie hatten den Beruf. Vermissen Sie irgendwas aus diesem früheren Leben? Nein, es ist genau das Gegenteil. Dadurch, dass ich das alles hatte, kann ich so entspannt damit umgehen. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, wenn er sich im Sinne des Lebens sich überlegt, das kann es nicht gewesen sein, ich muss noch mehr machen. Man darf aber nicht in die Situation kommen, dass man hinterher was vermisst. Und da kann ich sehr sicher sein, dass das nicht der Fall ist, weil ich das große Glück hatte, auch bis zu 44 sozusagen alles zu machen und gemacht zu haben. Man sagt ja immer so schön, Baum gepflanzt, Kind gezeugt, Haus gebaut. Mhm. Das habe ich sogar alles doppelt gemacht. Und, also das Kind jetzt eins und zwei. Und damit wäre ich bestimmt noch aufgezogen. Nein, und nein. Auf alle Fälle, das erleichtert mir das wirklich. Also, dass mir fällt gar nicht ein, dass ich irgendwas vermissen könnte. Also, bin ja auch nicht mehr der Jüngste. Also und, von daher. Und was ist der Sinn? Was würden Sie sagen? Was ist für Sie heute der Sinn? Welche Antwort hätten Sie? Also, der Sinn ist in erster Linie, dass jeder das machen soll, was er gerne machen möchte. Weil es kann tatsächlich morgen zu Ende sein. Da hatte ich natürlich auch ein Erlebnis, dass mein bester Freund, wir haben Abitur gemacht, ich fahre 3 Wochen nach Griechenland in Urlaub, komme wieder und finde eine Todesanzeige. Und es war mein bester Freund. Das war dieses Morgen kann es zu Ende sein. Und ich bin sehr froh, dass ich erst nach 3-4 Wochen wieder kam, weil ich bin erst mal zusammengebrochen. Weil wenn so ein lebenslustiger Mensch mit 19 Jahren aus dem Leben gerissen wird, das hat mich wirklich umgehauen. Und das war aber auch bezeichnend fürs Leben später, dass eben ich das nicht selber erleben möchte. Darum habe ich auch meinen Kindern immer vorgelebt. Macht bitte das, wovon ihr überzeugt seid, dass ihr da Spaß dran habt, dann seid ihr da besonders gut drin. Und es ist auch so. Da bin ich sehr froh drüber. Alles, kann doch heute alles Gute Ihnen auf jeden Fall und auch den Wölfen. Ja? Ich finde es sehr löblich, aber das geht auch ein bisschen an der Realität vorbei. Ein Großteil unserer Gesellschaft kann sich das eben nicht aussuchen. Die können nicht sagen, ich mache gern das, was ich möchte. Ja, das funktioniert doch gar nicht. Ist die Sinnfrage ein Luxusgedanke in einer Wohlstandsgesellschaft, der aber sich nur einigen stellt? Und bei anderen geht es eher ums Überleben? Muss man das schon so trennen? Ja. Wir haben heute immerhin die gesellschaftliche Situation, in der viele Leute gesucht werden, die Arbeitsplätze wahrnehmen. Und dann kann Mensch sich, vor allem junger Mensch, sich doch relativ viel aussuchen. Und die Frage ist immer, was bin ich bereit in Kauf zu nehmen für das, was ich aber toll finde. Auch mein eigener Weg zum Philosoph sein, der war nicht mit Gold gepflastert, um das mal so zu sagen. Es war ein extrem langer, schwieriger Weg. Aber ich war tief davon überzeugt, das ist mein Weg. Und den gehe ich um jeden Preis. Auch um den Preis, sehr einfach leben zu müssen, was sehr lange der Fall war. Das ist die Frage, ist ein Mensch bereit, Einbußen hinzunehmen? Und da scheiden sich dann die Geister, weil das können sich viele dann nicht so gut vorstellen. Es gibt natürlich viele, die sind gebeutelt. Dass er recht hat. Das, wie soll ich sagen, man muss als erstes erstmal stark sein, dass man eben einfach leben kann, dass man nicht viele Klamotten braucht. Und dass man eben damit sich arrangiert auf eine gute Art und Weise. Und da bin ich voll bei ihm. Das schaffen nicht viele. Es gibt Leute, die können gebrochen werden im Leben aus unterschiedlichsten Gründen, aus Schicksalsschlägen, aus was auch immer, denen es schwerfällt, weiterzumachen und denen es ums Überleben geht und die erst dann vielleicht nach dem Sinn fragen und gar nicht dazu kommen, weil sie eben kämpfen müssen. Ich glaube, die fragen gar nicht nach dem Sinn. Ja. Wir haben ja immer mehr Menschen, die zunehmend vereinsamen. Ja. Das ist ja auch eine Situation, die sehr viele Menschen beschäftigt. Einsamkeit auch im Alter.
Aber wir erleben das ja auch immer mehr jüngere Menschen. Man, sind man kann sich auch in jüngeren Jahren allein fühlen, kann Ängste haben, Frau Klingberg. All das haben Sie erlebt. Wir haben gesehen, in welchen unterschiedlichen Lebenssituationen wir uns Fragen nach dem Sinn stellen können. Ja. Würden Sie sagen, Sie haben schon relativ früh eine intensive Sinnsuche erlebt, so etwas? Das kann man eigentlich sagen, ja. Also ich habe irgendwie schon recht früh mit Ängsten zu tun gehabt. Ich hatte auch Angst, damals als Kind in den Kindergarten zu gehen. Also ich weiß, ich hatte richtig viele Ängste so. War ein sehr ängstliches Kind und würde sagen, so die Schulzeit war dann irgendwie, habe ich dann so mich da durchgemogelt irgendwie so. Und auf jeden Fall hatte ich dann ich wollte, dass diese Angst verschwindet. Was wollten Sie? Dass diese Angst verschwindet. Die Angst verschwindet. Ja, aber erstmal habe ich eigentlich gedacht, das ist normal. Ich dachte irgendwie, dass jeder mit dieser Angst rumrennt. Es war für mich eigentlich gar nicht klar, dass es Menschen gibt, die keine Angst haben. Und quasi umso älter ich wurde, umso schlimmer wurden diese Ängste. Und dann bin ich eben auf die Suche gegangen. Und bei dieser Suche haben Sie auch das Übernatürliche entdeckt? Die ja, Magie? Das schon recht früh. Wie sind Sie da hingekommen? Genau, erzählen Sie mal. Eigentlich haben mich so Fernsehserien fasziniert. Ich habe so Charmed angeguckt, Sabrina, Genie. Also diese ganzen Sachen, die man eben so guckt, die in meinem Alter sind, die wissen, welche Serien ich da meine. Und das hat mich eben fasziniert. Ich fand das eben toll und ich dachte, boah, gibt's das wirklich? Oder ich dachte so, Mann, vielleicht ist da ja was dran oder so. Und dadurch, dass ich in diesen Ängsten war und mich auch nie so schön gefühlt habe, sage ich mal, irgendwie immer so mit Minderwertigkeitskomplexen zu tun hatte, schon recht früh, weil ich dann auch gemobbt worden bin wegen meiner Figur und so und hatte da richtig dolle Probleme. Und ich dachte, Mann, aber ich will eigentlich auch mal ein schönes Leben haben. Irgendwie möchte, dass es mir gut geht und hab mich irgendwie nach was Schönem gesehnt, ja, und dachte vielleicht, naja, gibt es ja Magie, die mir irgendwie helfen könnte. Irgendwann sind Sie dann auf Pfade gekommen, auch auf esoterische Pfade, ja. Sind auf eine Homepage gestoßen, die Sie total angesprochen hat. Ja. Und da ging es unter anderem um Lichtarbeit. Lichtarbeit, wie können Sie uns beschreiben, was das ist? Ich glaube, viele wissen das nicht. Ja. Das ist eigentlich quasi so, dass man sich das so vorstellen kann, ich weiß nicht, ob Ihnen Reiki was sagt. Reiki und Lichtarbeit ist beides fast das Ähnliche, dass man quasi Hände auflegt. Man stellt sich vor, quasi wie da Energie rausfließt aus den Händen und durch dieses Licht, was da auf deinen Körper kommt, wenn du die Hände da eben auflegst, dann kann es sein, dass deine Ängste verschwinden, kann sein, dass Krankheiten gehen und was auch immer da gesagt worden ist. Und auf jeden Fall hieß es auch, dass wir haben Herzchakra, ne, so heißt es in der Esoterik. Und dass man quasi dieses Herzchakra öffnen sollte und so und sich vorstellen sollte, wie man alles liebt. Alles liebt und wenn man das liebt, dann verschwindet es. Und ich dachte, yippie, ich muss die Angst nur lieben, dann verschwindet sie so. Und habe das jahrelang gemacht und habe wirklich mein halbes Leben, also wirklich eigentlich damit verbracht, also 14 Jahre oder 16 Jahre fast, habe ich das gemacht. Ich habe das praktiziert. Und, haben Sie denn auch einen Effekt gespürt? Also man kann mal so sagen, ich habe schon was gemerkt, sonst hätte ich es ja nicht gemacht. Es war so in dem Moment, wo ich es gemacht habe, dachte ich so, wow, es entspannt mich, es macht mich irgendwie glücklich so. Und kaum habe ich damit aufgehört, aber ich habe auch nächtelang durchgearbeitet mit meinem Mann damals zusammen. Er hat mir dann die Hände aufgelegt. Den haben Sie auch da kennengelernt sozusagen? Den habe ich sogar auch da kennengelernt. Und er hat mir immer die Hände aufgelegt, wenn ich dann wieder Panik hatte. Ich habe den so oft nachts genervt, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Weil ich einfach nachts am schlimmsten Angst hatte. Das war richtig schlimm. Was fasziniert die Menschen? Also es gibt ja viele Angebote. Esoterische Angebote, spirituelle Angebote, ist ein Unterschied. Was fasziniert die Menschen? Warum gibt es da so viele Angebote und auch so eine große Nachfrage danach? Weil vielen Menschen Energie fehlt. Und dann geht die Suche los. Woher kriege ich Energie? Und das geht nur mit Versuch und Irrtum. Denn wir haben keine verpflichtende Methode mehr, uns Energie zu holen. Was war mal eine verpflichtende Methode? Na, die Religion, die alle hatten. Und dann ging man in die Kirche. Kirche ist nichts anderes als Energievermittlung. Eigentlich. Das wird eingekleidet in Bilder und das Geschichten. Das glaube ich nicht. Aber eigentlich geht es um Energiegewinnung. Also ich glaube auch, also
Naja, gut, da kommen wir noch hin. Ja. Dann erzählen Sie uns doch erst einmal, Sie haben auf jeden Fall ja was empfunden. Sie haben Energie gespürt. Was ist mit Ihren Ängsten geworden? Es war halt so, dass ich quasi durch diese Ängste, ich habe gesucht, immer noch, obwohl ich eigentlich ja die Lichtarbeit gemacht habe und dachte, naja, es muss doch irgendwie muss es doch funktionieren, dass diese Ängste verschwinden. Und ich hatte auch immer so, also ursprünglich hat mir meine Oma immer von der Hölle erzählt und diese Angst war auch noch so in meinem Kopf, wo ich dachte so, ich weiß nicht, so alles irgendwie, es hat mich gequält, es hat mich tierisch gequält, alles, obwohl es in der Lichtarbeit heißt, es gibt keine Hölle oder so. Und ich dachte, es gibt die Hölle auch nicht. Warum habe ich denn da überhaupt Angst davor? Brauche ich eigentlich ja gar nicht haben. So ein Quatsch. Ja, aber ich hatte diese Angst. Die war so in mir drin. Und Sie haben auch gesagt, Sie haben auch Angst vor Menschen gehabt. Ist die, ganz doll. Ist das irgendwann weniger geworden oder haben Sie sich eher zurückgezogen? Wie ist das weitergegangen? Ja, also ich sag mal so, ich habe eine Erfahrung mit Gott gemacht. Eine richtig krasse Erfahrung mit Gott, die mein Leben total verändert hat. Also umgekrempelt hat, von 180 Grad um. Sonst würde ich gar nicht hier sitzen. Also ich könnte nicht hier sitzen. Sie waren an einem Tiefpunkt, verstehe ich. Sie hatten gerade mal angedeutet, Sie konnten keinen Menschen mehr sehen. Ich konnte nicht mehr aus der Wohnung gehen. Also ich konnte nicht mehr rausgehen. Ich war nur noch zu Hause. Ich konnte nicht mehr meine Familie reinlassen, weil ich so eine Angst hatte vor meiner Familie. Ich hatte Angst vor der... Also in der Esoterik heißt es ja auch, dass man da Energien aufnehmen könnte, dunkle Energien. Und ich hatte so eine Angst vor diesen Energien. Und Ihr Mann? Konnte der denn noch zu Ihnen vordringen? Mein Mann, es war auch schwierig, also ich meine, selbst da hatte ich manchmal sogar Angst vor ihm, aber er hat mir irgendwie noch Halt gegeben und wenn er nicht da gewesen wäre, dann hätte ich das nicht überlebt. Also er hat wirklich quasi eigentlich mein Leben mit gerettet. Also das war wirklich krass, was ich erlebt habe. Er ist übrigens auch heute da, herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. So, dann haben Sie gesagt, haben Sie einen Wendepunkt erlebt. Erzählen Sie, was war das für ein Wendepunkt? Also auf jeden Fall war es so, dass ich bin irgendwie durch Zufall im Internet auf Nahtoderfahrungen gestoßen. Und da waren eben Menschen, die berichtet haben, quasi, wie sie ihren Körper verlassen haben, also durch einen Unfall zum Beispiel, und die dann außerkörperliche Erfahrungen gemacht haben. Und so fing das eigentlich an. Und dann wenn man den weiteren Weg dann sieht, Sie haben also von diesen Nahtoderfahrungen gehört, haben dann irgendwann auch, so sagen Sie, eine Art Übergabegebet gesprochen, was auch jemand erfahren hatte, ja, was genau. Sie gelesen hatten, genau. Wurden aber nicht erhört, waren in einer Verzweiflung und haben dann, wie Sie sagen, Jesus einen Liebesbrief geschrieben. Was stand da drin? Also ich habe erst mal geschrieben, so Jesus. Also ich weiß nicht, wer du bist oder ob es dich gibt oder ob du überhaupt existierst. Und ob das wahr ist, was in der Bibel steht oder nicht, weil die Bibel war in der Esoterik ziemlich dunkel. Und deswegen hatte ich eigentlich auch Angst vor der Bibel. Und auf jeden Fall war es so quasi, dass ich dann ihm geschrieben habe, dass ich mich nach ihm sehne, obwohl ich ihn nicht kannte oder ich keine Ahnung hatte, nach was ich mich eigentlich sehne. Ich konnte es eigentlich nicht erklären. Jetzt weiß ich, wonach ich mich gesehnt habe, eigentlich nach Liebe, ja. Und war das wirklich so, dass ich quasi nochmal dieses Übergabegebet gesprochen habe, wo ich quasi Jesus mein Leben gegeben habe und ihm gesagt habe, so, oh, ich liebe dich so sehr, Jesus, und ich gebe dir mein Leben und du kannst mit mir machen, was du willst. Und da bin ich wieder ins Bett gegangen und dann, das war so krass. Dann habe ich echt, also das war so wirklich, als würde irgendwas in mich reinkommen. Und dann habe ich eine Liebe erfahren, also wahrscheinlich, was sie erfahren hat, als sie gelaufen ist. Da habe ich eine Liebe erfahren, die ich in meinem Leben noch nie gefühlt habe. Das war so krass. Und in dem Moment war die Angst weg. Sie war weg und sie ist nie wiedergekommen. Es war so krass. Diese Angst war einfach weg. Und dann war das echt krass. Ich bin am nächsten Morgen aufgewacht. Und ich dachte so, oh Mann, ich kann nie wieder Lichtarbeit machen. Ich kann das ganze Zeug nicht mehr machen. Ich will das nicht mehr. Das ist für mich, es ist Dreck. Ich wusste einfach in dem Moment, ich will das nicht mehr. Ich will jetzt Gott kennenlernen. Und das wusste ich. In dem Moment wusste ich, jetzt will ich wissen, was Gott ist oder was das ist, was mir diese Angst genommen hat, ja. Wo ich jahrelang gekämpft habe, Esoterik gemacht habe, alles, ich habe alles ausprobiert. Ich habe so viele Bücher gelesen, auch über Yoga. Es hat mir nichts geholfen, gar nichts. Und das, in dem Moment war die Angst weg und das war so krass. Und dann bin ich am nächsten Morgen eben wach geworden, dann habe ich gebetet. Dann habe ich gesagt, Gott,
Wenn ich eine Schwachstelle habe, dann ist es mein Mann. Weil der macht ja noch Lichtarbeit. Ja, was mache ich denn jetzt? So. Okay. Ja, und ich wollte das nicht mehr machen. Ich so, nee, auf keinen Fall. Ich rühre das Zeug nicht mehr an. Ich will diese ganzen Bücher wegschmeißen. Ich will diese ganzen Bilder, die ich gemalt habe, wegschmeißen. Ich will alles, dieses ganze Leben, ich will es nicht mehr. Ich will einfach, dass es aus meinem Leben verschwindet und ich will ein neues Leben. Und dann? Leben. Und was ist dann? Ist er Ihnen denn gefolgt? Oder? Also ich meine, es war dann so, am nächsten Tag sagt er so zu mir, ja, wie ist es, wie sieht's aus, wollen wir jetzt wieder Lichtarbeit praktizieren? Und ich so, nö. Also wie, nö. Nee, ich mach das jetzt nicht mehr, habe ich gesagt. Wie, du machst es nicht mehr? Und ich mach's nicht mehr. Der hat mich angeguckt, da hat er wirklich gedacht, jetzt muss sie in die Klinik. Jetzt muss sie erst recht in die Klinik, weil jetzt ist sie ja vollkommen durchgedreht, ja. Und auf jeden Fall war es dann so, dass er in dem einen Zimmer Lichtarbeit gemacht hat und ich habe im anderen Zimmer gebetet. Und so war es dann. Und habe dann einfach darum gebeten, dass Gott mir da irgendwie raushelfen möge, dass ich irgendwie diese Situation, weil ich wusste nicht, was mache ich denn jetzt mit dieser Situation? Mir geht es eigentlich total gut. Also diese Ängste sind irgendwie weg. Und irgendwie ist mein Leben gerade, hat sich um 180 Grad gewendet, ja. Und auf jeden Fall habe ich mich verändert. Ich habe mich tierisch verändert. Ich habe auf einmal Sachen gemacht, die ich vorher nicht gemacht habe. Und mein Mann, was ist mit meiner Frau passiert? Ich bin rausgegangen. Ich habe sogar meiner Nachbarin, die jetzt 78 Jahre alt ist, ich bin einfach dahin. Ich hatte ja keine Arbeit. Ich habe ja nicht gearbeitet, weil ich ja nicht arbeiten konnte. Und, aber Sie sind zusammengeblieben. Wir sind zusammengeblieben. Und es ist so krass. Es ist eigentlich so krass. Entschuldigung. Ja. Also ich glaube, was man ja auf jeden Fall spürt, Sie hatten diese Ängste. Wir reden über eine verzweifelte Suche nach dem Sinn. Ja. Es war eine verzweifelte Suche. Ja. Es war begleitet wahrscheinlich mit einer psychischen Krankheit. Ja. Das können wir heute nicht klären. Sie sind kein Therapeut, Herr Schmid, sondern Philosoph. Aber vielleicht können Sie sagen, wenn jemand so verzweifelt auf der Suche ist und Ängste hat und es ihm in verschiedenen und ihr in den verschiedensten Situationen nicht gut geht, ist man dann auch offen oder mal anders formuliert anfällig auch für Angebote, die uns dann vielleicht nicht gut tun? Na, es ist Menschsein seit alters her. Wenn wir die Psalmen wiederlesen im Alten Testament, in der jüdischen Bibel, dann sprechen die häufig von totaler Verzweiflung. Und der Suche danach, in irgendeiner Weise in Verbindung zu kommen zu etwas, was auch in den Psalmen Du, das sind im Grunde Briefe an ein Du, ohne dieses Du genau zu kennen. Und die Psalmen berichten schon davon, dass daraufhin Erlebnisse stattfinden. Es steht uns nicht zu, das zu bezweifeln. Es gibt vermutlich sehr viele verschiedene Methoden, die Energiequelle schlechthin anzuzapfen, die es ohne jeden Zweifel gibt, ob wir die Religion nennen oder Kosmologie oder Astrologie, da müssen wir nicht drüber urteilen. Hauptsache, es kommt zu dieser Energiezufuhr, die Sie massiv erlebt haben und die viele Menschen schon erlebt haben. Ich glaube, wir alle freuen uns, dass Sie heute sagen, ich habe keine Ängste mehr. Mhm. Und Sie waren auf dieser verzweifelten Suche. Und Sie sind heute zusammen, Sie haben mittlerweile auch geheiratet. Erstmal Gratulation Ihnen beiden dazu auch noch. Sie haben diesen Halt. Was würden Sie denn sagen, ist heute hier Sinn? Wir haben schon unterschiedliche Definitionen gehört. Die sind, wie man sieht, individuell. Was ist Ihr Sinn? Also mein Sinn ist eigentlich ist es Gott. Also das ist der Sinn überhaupt und die Suche nach Ihnen. Und ich habe... Also durch diese Suche habe ich ihn erfahren. Ich habe so viele Wunder mit ihm erlebt. Im Nachhinein, das können alles keine Zufälle mehr gewesen sein. Und er hat mein Leben wirklich so krass verändert. Schön, dass Sie da sind. Vielen Dank, Frau Klinge. Und Sie kennenzulernen, Herr Blümlein, das, was wir gerade gehört haben, diese Sinnsuche, das, was Sie auch in der Esoterik beschreiben, Suche nach Gott, ist das auch ein Teil von Ihnen oder ist diese Welt weit weg von Ihnen? Nein, das ist für mich vollkommen weit weg. Vollkommen weit weg. Also ich lebe einfach in der Realität. Ja, das war auch Ihre Realität. Ja, aber natürlich, das ist nicht meine, überhaupt nicht. Dann kommen wir zu Ihrer Realität. Sie haben den Sinn darin gefunden, ganz konkret Menschen, denen es nicht gut geht, auch Wohnungslose, zu helfen, sie zu unterstützen.
Und wir haben schon, wie gesagt, heute viele Wege gehört, die uns dazu führen können, intensiver übers Leben nachzudenken. Sie haben über einen frühen Verlust gesprochen, Herr Berge. So etwas haben Sie auch erfahren. Ihr Bruder ist verstorben. Mein Bruder ist mit 27 verstorben. Ja. Also es war 1985. Und meine Mutter hat diesen Tod nie verwunden. Ich denke, wenn man ein Kind verliert, schlimmer geht es nicht. Und meine Mutter ist dann auch an Krebs erkrankt und ist dann 1996 auch verstorben. Mein Vater hat sich dann mehr oder weniger in die Arbeit geflüchtet. Und für mich hat sich natürlich auch nach dem Tod von meinem Bruder insofern vieles verändert, dass sich der Fokus komplett war auf mich gelenkt. Ja. Auf der einen Seite war es natürlich auch für mich ganz schwierig, auf der anderen Seite hatte ich auf einmal Freiheiten, die ich vorher nicht hatte, weil ich eben alleine war. Die habe ich aber auch für mich nutzen können, das muss ich ehrlich sagen. Meine Eltern waren relativ tolerant und haben den Jungen mal machen lassen. Ja. Sie waren dann auch relativ früh in der Punk-Szene drin. Was hat Ihnen das gegeben? Wie würden Sie das beschreiben? Das war einfach, sich mal gegen die Gesellschaft aufzulehnen. Ja, das war ja nicht nur die Punk-Szene. Wir wollten einfach anders sein. Danach gab es noch diese New Wave und dann diese Alternativ. Dann haben wir die Klamotten gebartigt. Das werden ja auch viele davon früher kennen. Also ich habe das halt durchlebt. Aber wie gesagt, das Glück für mich war, dass meine Eltern gesagt haben, komm, mach. Ja. Leb dich aus. Probier dich aus. Ich musste nicht zur Bundeswehr, weil ich für mich eine ganz furchtbare Kindheit hatte. Ich war schwer krank, wurde permanent operiert in der Spezialklinik in Nürnberg. Also hatte keine Jugend, keine Kindheit. Es ist ja nicht nur, wenn man permanent im Krankenhaus dann sich wiederfindet, sondern auch, wenn man nach Hause kommt. Die anderen Kinder gehen spielen. Mhm. Mir selber sitzt daheim, kann nicht dran teilnehmen. Das prägt. Aber das merkt man auch erst später. Also ich habe so für mich gemerkt, auch nach dem Tod von meinem Bruder, von meiner Mutter, es hat mich verändert. Man geht mit vielen Dingen, also man lässt so vieles nicht mehr an sich ran. Also ich war auch nie ein Mensch, der darüber spricht. Das mache ich mit mir selber aus. Ja. Aber es hat mich halt in die Arbeit, sagen wir mal, in die Sozialarbeit dann auch geführt. Genau, Sie sind dann auch beruflich Schritte gegangen. Sie haben erst eine Ausbildung zum Industriekaufmann gemacht. Weil Ihr Vater das so wollte? Das war nicht so Ihr Ding, ne? Gar nicht, aber ich musste vorher eine Schule verlassen. Ja. Und dann hat mein Vater gesagt, jetzt lern mal was Ordentliches. Mach mal und dann habe ich halt. Ne? Sie haben dann aber auch in einem Kindergarten gearbeitet, in einem Kinderheim gearbeitet, in einem Altenheim gearbeitet, in einem Heim für schwerstbehinderte Kinder. Sind dann in die Wohnungslosenherberge in nach Bingen gekommen, genau. Haben die 2 Jahre geleitet. Wie schnell haben Sie gemerkt, dass die Arbeit mit Wohnungslosen, dass das Ihres ist? Ja, es hat schon ein bisschen gedauert. Also man muss sich vorstellen, in der Herberge war es so, eine Durchwandererherberge. Das bedeutet, die Menschen dürfen da nur 6 Tage im Monat übernachten und müssen dann die Herberge verlassen. Das hat so ein bisschen gebraucht, bis man sich da reinfindet. Und dann ist mir aber sehr schnell aufgefallen, eigentlich haben wir nichts anderes gemacht, wie die Tür aufschließen, Leute aufnehmen, abschließen, die Leute mit Essen versorgen. Und das war einfach zu wenig. Das war zu wenig? Das war zu wenig, ja. Was musste dazukommen? Ist ja nicht so einfach. Also die Überlegung war dann, wie können wir den Menschen, jetzt muss ich dazu sagen, wir hatten früher, Ende der 80er, wesentlich mehr Menschen auf der Straße wie heute. Wir sind ja froh, dass sich das positiv entwickelt. Und dann war die Überlegung, wie können wir den Menschen, die wirklich auf der Straße leben, konkret helfen? Ohne viel Bürokratie, ohne viel Gedöns, wie können wir direkt, unmittelbar helfen? Wir waren dann die allerersten in Deutschland. Also wenn ich von wir spreche, spreche ich von der Obdachloseninitiative Platte, die einen Kältebus auf die Straße gebracht haben. Da ging es ganz konkret darum, die Leute mit Soforthilfematerialien, Schlafsäcke etc. zu versorgen, sie bei Bedarf in Krankenhäuser unterzubringen, Vermittlung an stationäre Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe. Und das hat super gut funktioniert. Wir waren da Vorreiter. Wir haben heute in vielen großen Städten in Deutschland ebenfalls solche Kältebusse. Wir haben eine ärztliche Versorgung für wohnungslose Hundebesitzer angeschoben. Dann kam die Tafel dazu und so weiter. Und für diese Arbeit wurden Sie übrigens auch vom Bundestag ausgezeichnet. Ja. Auch mal Respekt für das, was Sie da schon geleistet haben. Jetzt haben Sie ja gesagt, zu Beginn war das so, naja, man gibt Essen oder man gibt irgendwas, dann sind Sie wieder weg.
Wie eng ist denn Ihr Kontakt dann gewachsen, also zu den Menschen, für die Sie da sind? Sehr eng. Also mich begleiten ja, ist an sich schlimm, wenn man das sagen muss, aber mich begleiten ja Tafelkunden 30 Jahre. Ja, wo man denkt, mein Gott, die kommen vielleicht mal kurzzeitig an die Tafel und schaffen den Weg wieder daraus. Aber es ist nicht der Fall, im Gegenteil. Wir haben immer mehr, die auf die Tafel bundesweit natürlich gesehen angewiesen sind. Aber über die Jahre entstehen Freundschaften. Wollte ich gerade fragen. Ganz klar. Ist das so ein bisschen auch Familie? Ja, ja? Natürlich. Mhm. Also bei uns ist auch der Unterschied, wir haben ein sehr kleines Team. Mhm. Dadurch sind wir unheimlich nah an den Menschen, aber ich bin auch jemand, ich bin halt auch sehr offen. Ich lasse die Leute auch sehr nah an mich ran. Was heißt das? Wie nah? Sehr nah. Also wenn ich, sagen wir mal, jemand auf der Straße begegne, wie auch immer, dann umarmt man sich und drückt sich. Und es geht ja nicht immer nur um das Thema Armut. Mhm. Da ist auch mal Smalltalk. Man muss auch über andere Dinge reden. Mhm. Und wichtig ist, glaube ich, der gegenseitige Respekt. Das ist ganz entscheidend. Ja. Haben Sie denn zu Hause Ihren Raum für sich oder kommen diejenigen, die auch nach Hause? Oder haben Sie das kommt schon vor. Es kam auch schon vor, dass ich nach Hause kam und dann haben mehrere Leute im Garten ein Zelt aufgeschlagen. Mhm. Wie ist das? Ich meine, man spürt wirklich, und das nochmal, Sie leben für das, was Sie tun. Ich glaube, ja. das kann man wirklich sagen. Jetzt ist trotzdem ja die Frage, wie geht man damit um, zum Beispiel in Beziehungen? Also ist es dann manchmal auch schwer zu vermitteln, dass das Engagement da so groß ist? Also das Problem ist, glaube ich, oder es ist mein Problem, so würde ich das nur formulieren, dadurch, dass ich ja die Menschen sehr nah an mich ranlasse, gibt es auch kaum noch Grenzen. Das heißt, privat und beruflich, ja, das ist vollkommen verschwommen. Also das kann das gar nicht mal auseinanderhalten. Also und da leidet natürlich auch ein Stück weit eine Familie drunter, weil wenn andere Hobbys haben, wenn ich das so, ist der Verein auch noch über die normale Arbeit hinaus auch noch Hobby. Mhm. Also wenn mich jemand abends anruft und braucht einen Schlafsack, dann kriegt er den. Dann werde ich nicht sagen, du wart mal bis morgen früh. Also ja, das oder ist auch schon bei der hart Tafel für Beziehungen, oder? Das ist schon hart für Beziehungen manchmal, ja. Oder? Ja. Daran kann auch eine Beziehung zerbrechen. Mhm. Ist das passiert? Ja, ich hatte 12 Jahre lang jetzt eine On-Off-Beziehung. Mhm. Das ist dann, selbst der Hund war dann ein Thema, wo es dann immer wieder, ach, der Hund ist ja wichtiger. So ist es natürlich nicht, ja. Aber es ist natürlich schon so, ich war schon 30 Jahre nicht mehr in Urlaub. Ja. Das akzeptiert nicht jede Partnerin, ja. Oder wenn ich kann mich daran erinnern, wir haben ja in Bingen ein Weinfest, ein relativ bekanntes, und wenn mir da ein Wohnungsloser entgegenkam, hat mir den halt geherzt und gedrückt, klar, man kennt sich. Das war dann schon too much, weil das kriegen ja andere mit. Meinen Sie, Sie hatten ja ein Familienleben mit Frau, ja. mit Töchtern. Mittlerweile ist Ihre Tochter 32, Sie sind zweimal Opa. Was sagt Ihre Familie zu dem Engagement heute? Ach, ich glaube, meine Tochter findet es toll, ja. Sie arbeitet ja selbst im Kindergarten, also ich sag mal, habe da dieses Engagement mehr oder weniger weitergegeben. Ja, das ist schon schön. Sie leiten ja aktuell 2 Tafeln, versorgen dadurch 600 Menschen. Lassen Sie uns mal gemeinsam auch ansehen, wie Sie helfen können. Auch da haben wir einige Bilder. Holen Sie mal mit rein. Holen Sie uns mal mit rein in Ihre Arbeit. Ja, das ist jetzt in Bingen, da haben wir Wohnungslose versorgt. Das ist unser Tafelauto. Das ist ein Kühlfahrzeug, da müssen wir drauf achten, weil wir müssen die Kühlkette einhalten. Das ist ganz wichtig. Ja. Das wird auch immer das ist der Hintereingang, da kommen die Leute rein. Jetzt sind wir in der anderen Tafel in Heidesheim. Die mussten wir leider vorläufig einstellen, weil wir nicht mehr genügend Lebensmittel erhalten. Das ist ein ganz schwieriges Thema, trifft nicht nur uns, trifft alle Tafeln bundesweit. Die Supermärkte, hier sind wir nochmal bei Obdachlosen. Haben, sag mal, die Abgabe der Lebensmittel runtergefahren. Das heißt für uns, dass wir 2 Tage vor MHD, also vor Ablauf des MHD-Datums, haben wir als Tafeln die Ware bekommen. Mhm. Die meisten großen Discounter-Supermärkte gehen mittlerweile hin, das kennen ja alle hier, -30% wird es angeboten. Und natürlich nehmen das die Leute in Anspruch.
Man spürt trotzdem, wie sehr sie in diesen Themen stecken und wie sehr sie darin leben. Wie sinnstiftend kann es sein, anderen zu helfen? Es gilt immer, in Beziehung zu sein. Und sie sind in Beziehung zu ihrer Familie und in Beziehung zu ihrer Arbeit, ja, mit absoluter Leidenschaft. Und das ist erfüllend, natürlich. Ich nehme an, machen jedenfalls den Eindruck, nicht zu vernachlässigen, dass auch die Beziehung zu sich selbst wichtig ist. Ich denke, man muss sich Basis dafür auch immer wieder hinterfragen. Ja. Ja. Welche Gedanken haben Sie da? Haben Sie manchmal schon das Gefühl, bei aller Hilfe für die anderen, wo bleib ich eigentlich? Nee, eigentlich gar nicht, überhaupt nicht. Also ich mache jetzt, wie gesagt, über 30 Jahre Tafel, Kältebus noch länger. Mhm. Ich habe ja noch ein anderes Projekt gehabt, 5 Jahre lang Kunst der Knast. Also ich arbeite auch als freischaffender Künstler. Das würde ich gerne noch mal anschieben. Es gibt auch im Moment eine Ausstellung in Vorbereitung, die nennt sich Stuhlgang. Erzählen Sie, was wollen Sie da mit dem Stuhlgang vermitteln? Also da geht es auch wieder natürlich um das Thema Armut. Es sind Skulpturen, wo Körper an Stühlen gefesselt sind. Ist in dem Sinne auch keine Verkaufsausstellung, sondern es soll wirklich den Dialog fördern zwischen Menschen, die sich im normalen Leben gar nicht begegnen würden. Ja, das kann man vielleicht auch über die Kunst erreichen. Aber ich höre, Sie sind da für die Leute, Sie sind da in Ihrem privaten Raum, Sie sind wahrscheinlich auch nachts da, wenn irgendwas da ist. Sie waren 30 Jahre nicht im Urlaub, haben Sie gesagt. Richtig. Jetzt haben wir hier heute immer wieder auch über die Bedeutung geredet von der Auszeit. Also mal zurückzutreten, mal zur Ruhe zu kommen, mal mit einem anderen Blick aufs Leben zu schauen. Vermissen Sie das gar nicht? Nee, komischerweise nicht. Aber das liegt einfach daran, weil ich halt in meiner Arbeit aufgehe. Und ich das auch nicht so als Arbeit empfinde. Ich stehe ja nicht in der Früh um 5 oder 6 Uhr auf und denke, oh Gott. Mhm. Ja, sondern ich mache das ja gern. Also es gibt Ihnen auch Energie, um das Wort des Tages heute noch mal zu nutzen. Ja? Muss man da trotzdem vorsichtig sein, wenn wir über Menschen reden, die helfen und die darin auch eine Leidenschaft und einen Lebensinhalt suchen und finden, dass sie auf sich selbst achten müssen? Sie haben es ja gerade selbst angesprochen. Es ist ja bekannt, wer Burnout gefährdet ist im hohen Maße. Das sind pflegende und lehrende Berufe, weil da sehr viel Energie in andere Menschen reingesteckt wird, von der auch einiges zurückkommt, aber offenbar nicht genug, um das wieder auszugleichen. Wenn ich da sein möchte für andere, und das ist ein edler Lebenszweck, das gibt sehr viel Sinn, dann tue ich gut daran, ein wenig auch da zu sein für mich selber. Denn wenn ich das nicht tue, krache ich zusammen und dann kann ich nicht mehr da sein für andere. Das ist widersinnig. Also insofern die Ermutigung für Menschen, die für andere da sein wollen und das bitte auch weiterhin tun sollen, aber achte ein wenig auf dich. Das soll kein Narzissmus werden. Das ist nicht das, was heute in der Gesellschaft sich leider sehr, sehr stark verbreitet. Nur noch Selbstliebe, Selbstliebe. Nein, Selbstbeziehung, um da zu sein für andere. Das ist erfüllend. Dazu würde ich auch gerne noch ergänzen, so ähnlich ist es nämlich bei mir, weil ich einfach das Thema habe, dass bei der Huntington-Krankheit es wichtig ist, wenig Stress zu haben. Und umso mehr ich natürlich im Ehrenamt arbeite oder auch beruflich jetzt mit Menschen aus Huntington-Familien zu tun habe, das sind belastende Geschichten, muss ich mich auch immer entscheiden, okay, wie sehr Erfüllung, Engagement, was mich auch total erfüllt, aber ich muss eben auch immer auf mich aufpassen, weil irgendwie dann mein Leben sich verkürzen kann. So, ne? Es ist nicht einfach und doch muss ich ihm recht geben. Wenn ich mich jetzt vergleiche mit dem Leben, was ich früher hatte, würde ich sagen, sind die Menschen das, was wirklich das Leben ausmacht. Ja. Frau Röhrl, wenn Sie gepilgert haben und ins Gespräch mit den Menschen kommen, wir sehen jetzt hier einen ganz klaren Entwurf, was ist mein Sinn? Haben Sie da immer ähnliche Elemente gefunden bei den Menschen, wenn Sie auch mal über den Sinn gesprochen haben? Oder ist da jeder individuell und richtet sich ein?
Ganz sicher, jeder individuell. Ja? Das ist ganz klar, schon aufgrund der eigenen Lebensgeschichte. Was für den einen wunderbar ist, ist für den anderen vielleicht noch eine Einschränkung. Aber was ich auf alle Fälle auch am Weg erlebt habe, ist diese gegenseitige Hilfe eben, dieses Miteinander. Mhm. Und wenn man jemandem helfen konnte, dann tut das gut. Also ich glaube auf alle Fälle, dass Geben wesentlich mehr bringt als Nehmen. Und deswegen kann man nur hoffen, dass Sie da noch ganz, ganz viel Unterstützung bekommen. Das finde ich aber einen guten Punkt. Das finde ich einen guten Punkt. Bei all dem, was Sie geben, bekommen Sie auch was zurück? Ach, na klar. Also einfach ein gutes Gespräch, ja. Oder wenn ich habe vor ein paar Tagen an der Tafel gestanden und dann kam ein Wohnungsloser, den habe ich jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr gesehen, aber wir kennen uns halt. Und der nimmt einen einfach in den Arm und drückt einen, dass ich sagen musste, du, jetzt mach mal weniger, das ist too much, ja. Das tut gut. Ja, also man darf auch, glaube ich, die Ansprüche nicht zu hoch schrauben. Ne? Wir können es, wenn ich dran denke, wo wir angefangen haben mit der Tafelarbeit, waren die Leute dankbarer wie heute. Es ist eine unheimlich hohe Erwartungshaltung an die Tafel, die wir kaum noch erfüllen können. Das ist schon manchmal schwierig, auch für meine ehrenamtlichen Kolleginnen und Kollegen. Also ohne die würde es eh gar nicht gehen, da kann ich auch nur noch mal Danke sagen. Aber das ist schon manchmal schwierig und man kommt auch an Grenzen, klar. Wenn wir das wieder zusammennehmen, jeder von Ihnen hat eigentlich gesagt, wo ist der Sinn? Das mag Gott sein, das mag ein Leben im Hier und Jetzt sein. Ne? Das mögen Dinge sein, die man sinnlich an sich heranlässt, die Beziehung zu Lebewesen. Was ist Ihr Sinn? Mein Sinn? Ja. Boah, das ist echt schwierig, ja. Also, ich sag mal so, ich würde mich freuen, wenn ich mal nicht mehr bin, dass von meiner Arbeit noch was bleibt. Das wäre mein Sinn, ja. Dass ich was dann über mein Leben hinaus weitergeben kann. Sinn des Lebens, verzweifelt gesucht. Vielen Dank an Sie, Herr Blümlein. Und vielen Dank an alle unsere Gäste. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Nichts zu bereuen, Fragezeichen. Und hören Sie gerne auch mal rein in den Nachtcafé-Podcast Das wahre Leben. Bis zum nächsten Freitag in Ihrem Nachtcafé. Und danke nochmal. Danke.